Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem aufregenden und hoffentlich erfolgreichen Fußballabend hier aus dem Ernst-Happel-Stadion. Ich hoffe, Sie haben es zu Hause hübsch gemütlich, haben Sie alles eingerichtet. Hier ist es nämlich ein bisschen frisch im Wiener Prater, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Rund 25.000 Zuschauer, die jetzt circa eine halbe Stunde vor dem Spiel hier schon im weiten Oval des Ernst-Happel-Stadions sich aufhalten und für eine wirklich glänzende Atmosphäre sorgen. Also wirtschaftlich hat sich für Rapid sicherlich schon einmal ausgezahlt, hier den Platzwechsel vorzunehmen, zuerst aus einem Spiel zu Hause auszutragen. Sportlich war Lazio Rom sicherlich das Schlimmste, was Rapid passieren konnte im Achtelfinale des UEFA Cups. Noch nie hat Rapid eine italienische Mannschaft ausschalten können, aber noch nie hat Rapid auch eine deutsche Mannschaft ausschalten können, bis zuletzt 1860 München kam. Also vielleicht können die Rapidler wieder über sich hinauswachsen und eine weitere Sensation schaffen. Insgesamt haben die Rapidler drei Gegner eliminieren müssen, um heute dieses Spiel gegen Lazio Rom austragen zu dürfen. Andi Felber hat sich mit Rapid-Kapitän Peter Schöttl in die ORF-Schneideräume begeben und dort den bisherigen Erfolgslauf revidiert. Schöttl, probier's, jawohl! Das war für mich bis jetzt der schönste Moment im heurigen UEFA Cup-Bewerb. Das war mein Tor zum 2:0 gegen 1860 München im Heimspiel. Normalerweise sind bei uns andere Spieler für die Tore zuständig, wie wir es gesehen haben im Heimspieler-Qualifikation gegen Bobby Brünn. In seinem ersten Europacup-Spiel für Rapid erzielt Sammy Ipur das 1:0. Der große Pechvogel dabei, René Wagner, out mit Kreuzbandriss. Trotzdem, Rapid gewinnt mit 6:1. So gut wir im Hinspiel waren, so schlecht haben wir uns dann in Brünn präsentiert. Nach 2 Minuten schon das 1:0 gefangen. Und dann haben wir wirklich sehr große Probleme gehabt. Gott sei Dank war der Vorsprung aus dem Hinspiel groß genug, sodass wir dann doch noch relativ sicher in die nächste Runde aufgestiegen sind. Die 0:2 Niederlage in Brünn ist die bislang schlechteste Europacup-Auswärtsleistung von Rapid in der Ära Tocqueville. Der Gegner in der ersten Hauptrunde, Petach Tikva aus Israel. Und eine Riesenchance jetzt durch Christian Stumpf vergeben. Leider Gottes war das nicht die einzige Chance, die wir in diesem Spiel vergeben haben. Durch unser deutscher Legionär, der Oliver Freund, hat sich mit seinem entscheidenden Tor zum 1:0-Sieg noch mehr Freunde bei uns gemacht. Pürk. Freund, und da ist das Tor, auf das die Rapid-Fans und alle gewartet haben. Flanke von der linken Seite von Markus Pürk. Und Oliver Freund schießt sein erstes Europacup-Tor für Rapid. Das Rückspiel in Israel hat wieder mal unsere zwei Gesichter offenbart. Zunächst eine sehr schlechte Leistung, erste Hälfte, wir sind wieder in Rückstand geraten. Dazu kam noch der unnötige Ausschluss von Sammy Ipur. Und dann doch noch mit einem Mann weniger, mit unglaublichem Kampfgeist, den Aufstieg fixiert. Wieder einmal durch unseren Superjoker Marek Benksa. In der nächsten Runde bekamen wir 1860 München zugelost. Der Jubel nach dem 3:0 Heimsieg war grenzenlos. Der Spielverlauf war ziemlich kurios. Kurios vor allem die 45. Spielminute. Walker Hens im Strafraum, der französische Referee Alain Sars zeigt rot, jedoch für den unschuldigen Kienz. Nach Intervention des Schweizer Schiedsrichterbeobachters Müller muss der richtige Handballer das Feld verlassen. Stöger per Elfmeter zum 1:0. 1860 wird weiter dezimiert, rot für Bodden wegen Insultierung. Und gegen 9 Münchner gelingen noch 2 Treffer. Die Torschützen Schöttl und Penxer. Getrübt wird die Freude durch die gelb-rote Karte für Schöttl nach Foul an Czerny. Nach meinem Ausschluss in Wien musste ich in München auf der Tribüne Platz nehmen und musste dort mit ansehen, wie wir dem Druck der Löwen über eine Stunde lang kaum was entgegenzusetzen hatten. Doch dann kam Thomas Zingler. Ein Tor, das wäre jetzt was. Und da ist es! Das Tor, auf das der Rapid anhang, auf das Rapid, auf alle so gewartet haben. Und wer hat es geköpfelt? Thomas Zingler, der für Peter Stöger ins Spiel genommen wurde.
Zuvor grün-weiße Verwirrung in München. Nach 6 Minuten 0:1. Nach 23 Minuten und Ausschluss Hieden sogar 0:2. Auch Bürg sieht noch rot. Doch am Ende jubelt grün-weiß. Bis auf Peter Stöger. Nach dem Münchenspiel wird Stöger von Rapid suspendiert. Ja, und heute wartet also die Klassemannschaft von Lazio Rom. Wenn man sich die Bilanz anschaut, Österreich gegen Italien, schaut es natürlich eher negativ aus im Europacup. 5:16 insgesamt die Statistik. Der Sportclub hat es als erste Mannschaft geschafft, 58-59, da bin ich nur auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Das legendäre 7:0 gegen Juventus. Admira Wacker hat es auch einmal geschafft, 73-74 gegen Inter Mailand. Weiter Sturm, die Austria und vor genau 10 Jahren zum letzten Mal der FC Tirol, damals gegen Turin, gegen den AC Turin. Also es wäre eigentlich wieder einmal an der Zeit. Zuletzt war ja der GAK schon knapp dran, da gab es zweimal ein 1:0 gegen Inter Mailand und im Elfmeterschießen ist man dann ausgeschieden. Wer ist diese Mannschaft eigentlich von Lazio? Rom. Einmal waren sie Meister, das war 1974, zuletzt aber in 5 Jahren immer unter den Top 5 der Serie A und in dieser UEFA Cup-Saison noch ohne Niederlage. Der Schwede ist seit dem Sommer Trainer des römischen Star-Ensembles. Erkennen Sie diesen elegant gekleideten Herrn mit Mantel und Brille? Das ist Tormann-Legende Dino Zoff. Er sieht als Präsident seinen Spielern auch beim Training ganz genau auf die millionenschweren Beine. Die Führungsetage der Blau-Weißen aus Rom wirft vor dem Spiel gegen Rapid mit Komplimenten um sich. Ich glaube, Rapid ist eine sehr starke Mannschaft, die sehr hart arbeitet, die taktisch sehr diszipliniert spielt. Rapid hat sehr gute Kopfballspieler, ist stark im Konter und hat auch einige sehr schnelle Spieler. Rapid ist eben eine gute Mannschaft. Es wird heute ein ganz hartes Match, wie immer im Europacup. Wir hoffen auf ein gutes Resultat hier in Wien, aber das wird ganz, ganz schwer. Im Training haben die Römer vor allem Doppelpässe und schnelles Spiel über die Flanken trainiert. Ja, ich bin immer optimistisch. Ich wurde als Optimist geboren. Zur Erinnerung, auch 1860 München hat als Clubfarben Blau-Weiß. Ja, meine Damen und Herren, und ich habe jetzt jemanden bei mir, der den italienischen Fußball kennt, der den italienischen Fußball auch liebt und eigentlich immer zu den italienischen Mannschaften hält. Sie waren Meister mit AS Roma, Herbert Prohaska. Wer für AS Roma ist, ist der automatisch gegen Lazio. Kann man das ein bisschen mit Rapid Austria vergleichen? Ja, natürlich. Im Normalfall ist das ganz klar. Nur bei mir, zu meiner Zeit war es so, dass Lazio Rom in der zweiten Liga gespielt hat. Sie waren damals in den Wettskandal verwickelt, sind dann abgestiegen und haben eigentlich, sind erst wieder aufgestiegen, als ich schon wieder in Wien zurück war. Aber es ist ganz klar, die Rivalität ist wahrscheinlich dort
absolut zu vergleichen mit Rapid Austria. Es sind zwei verschiedene Anschauungen und ist auch natürlich für die Stadt enorm gut, dass es zwei so Mannschaften gibt. Wenn man jetzt sagt, was erwartet eigentlich Rapid heute? Ja gut, ich würde einmal so sagen, wer italienische Mannschaften kennt, weiß, dass sie sicherlich vorsichtiger spielen werden heute und sicher nicht alle Karten aufdecken werden, weil sie wissen, sie haben das zweite Spiel zu Hause und damit auch die große Chance, dann alles klar zu machen. Wobei ich aber sage, Rapid muss versuchen, eben heute frech zu spielen, denn sie sind an und für sich eher nicht der Favorit und sie müssen eben versuchen, diese Mannschaft unter Druck zu setzen, denn Lazio ist an und für sich aufgestellt, sehr offensiv, sie spielen einen sehr offensiven Fußball und da liegt die Chance eben, dass man da eben vielleicht mit schnellen Spielen und Kontern zum Erfolg kommt. Glauben Sie auch eine Chance für Rapid, dass die Mannschaft vielleicht von den Römern unterschätzt wird? Also ich weiß aus meiner Zeit, dass an und für sich italienische Mannschaften nie einen Gegner unterschätzen, sondern eher immer stärker reden, als er vielleicht sogar ist. Ich habe nie festgestellt, dass irgendein Gegner unterschätzt wurde oder ein Gegenspieler. Da sind sie also viel zu professionell. Sie nehmen sie ganz bestimmt ernst. Ganz kurz noch ein Wort zum Fall Stöger, der leider heute nicht spielen wird, nie mehr wahrscheinlich für Rapid spielen wird. Ihnen als Teamchef liegt natürlich vor allem daran, dass er spielt, egal wo. Werden Sie sich auch ein bisschen in die zuletzt etwas in Stocken geratenen Verhandlungen zwischen LASK und Rapid einschalten oder nicht? Also ich werde mich ganz sicher nicht einschalten, denn um was es geht, ist das Geld und das geht mich ja nichts an. Es ist ganz klar, dass der eine etwas verlangt und möchte eben mehr bekommen, als der andere zahlen will. Aber das geht mich überhaupt nicht an. Ich weiß, der Präsident von Rapid, der Günther Kaltenbrunner, hat mir versprochen, dass sie ihm also nicht Steine in den Weg legen werden und dass sie eben entschlossen haben, ihm wegzugeben. Aber sie wollen, dass wir nicht Schaden erleiden, dass er so bald wie möglich spielen kann. Und ich gehe davon aus, dass er sich auch rechtzeitig einigen werden, wenn es diese Woche nicht ist. Wichtig ist mir, dass er im Frühjahr spielt. Wenn das nicht der Fall wäre, okay, dann müsste ich mich schon einschalten. Aber wie gesagt, da in dem jetzigen Fall geht es mich überhaupt nicht. Ernst Dokopil, ganz kurz zu den Aufstellungen. Wie haben Sie heute aufgestellt? Ja, unsere Aufstellung ergibt sich eigentlich wie von selbst. Es ist so, dass wir nicht so viele Spieler zur Verfügung haben in diesem Spiel, aber alle Spieler, die schon Europacup erfahren sind. Wir spielen mit Hedl im Tor, Jerkan als Libero, wir spielen mit den Innenverteidigern Schöttler, Deitschik, dann mit Prosenik, Zinger, Wagner, Freund und Wimmer und die zwei Stuhlspitzen Stumpf und Ipoa. Das heißt, ohne Marek Benkser wird er wieder als Joker zum Einsatz kommen, aller Voraussicht nach, oder? Aller Voraussicht nach, ja, und ich hoffe, so gut wie er sonst immer als Joker spielt. Bei den Gegnern sitzt ein Superstar wie Signore auf der Bank, ein anderer Superstar ist gar nicht mitgekommen, nämlich Boksic. Ich glaube, das fällt aber bei so einer starken Mannschaft gar nicht so ins Gewicht, oder? Ja, das ist so, dass die wirklich für jede Position einen Spieler haben, der den hundertprozentig ersetzen kann. Und so gesehen, Signore hat eigentlich in den letzten Spielen schon nicht gespielt und wir haben gar nicht mit ihm gerechnet. Haben Sie irgendwelche Schwächen entdeckt bei Lazio Rom? Sie haben die Mannschaft ja sicher studiert. Ja, Schwächen ist gut, aber natürlich haben sie Schwächen, denn das hat man schon gegen Napoli gesehen oder auch im letzten Spiel in der Meisterschaft. Und Piacenza, die Letzter und Vorletzter sind und beide Spiele haben sie nicht gewonnen. Und auf das schöpfen wir unsere Hoffnung an fürs heutige Spiel. Wie wird Rapid taktisch beginnen? Können uns dann so ein bisschen was verraten? Ja, es ist schon so, dass wir das Spiel aus der Defensive kontrollieren wollen. Wir wollen einfach kein Tor bekommen und vorsichtig offensiv spielen. Natürlich ist es so, man muss sich immer nach den Gegner richten und werden wir sehen, wie stark der Gegner ist. Wenn es möglich ist, werden wir angreifen. Ganz kurz, Wunschresultat? Ja, Wunschresultat wäre ein 6:0, aber das wird es nicht spielen. Also realistisch, mein Wunsch wäre ein Sieg. Ja, wir stehen bei Lars-Göran Eriksson, Trainer von Lazio Rom. Und wir werden ihn fragen, welche Lazio-Mannschaft wir sehen werden, eine vorsichtig beginnende, eine Offensive. Mister, che squadra di Lazio si vedrà? Una squadra che comincia un po' prudentemente o che cercherà piena di gioia, piena di volontà di giocare, di attaccare? No, tentiamo di attaccare, tentiamo di giocare come si deve fare. Mi auguro che non abbiamo paura, che abbiamo il coraggio di attaccare. Er sagt, wir werden keine vorsichtige Lazio-Mannschaft sehen.
Er hofft, dass seine Mannschaft sich traut, den Mut aufbringt, hier anzugreifen, was auch dem Stil der Mannschaft besser liegt. Manca Piero Negro in der Formation ci poteva dire il perché. Es fehlt Negro in der Aufstellung, warum? Ma noi abbiamo tanti difensori, Negro sta giocando bene, però ho scelto Pancaro oggi, anche Pancaro è in grande forma. Auch wenn in guter Form ist, sagt Lars-Göran Eriksen, sitzt er auf der Bank, starke Bank, das ist immer wichtig in einem solchen Spiel. Grazie mille in Boccalupo. Wir danken Lars-Göran Eriksen und zurück zum Christian. Ja, hier im Stadion wird es immer lauter von Minute zu Minute. Noch dauert es eine knappe Viertelstunde, bis es losgeht, bis der portugiesische Schiedsrichter Pereira anpfeifen wird. 35.000 Zuschauer ungefähr werden heute erwartet. Und unter den Zuschauern auch Markus Bürk. Leider, gell? Zuschauen ist was Furchtbares im Fußball, oder? Ja, ja, bei so einem Match und bei dem Publikum, was jetzt da ist, natürlich ein Traum zum Fußballspielen. Und ich hoffe, das Publikum übertragt die ganze Euphorie auf unsere Mannschaft und dass wir es doch vielleicht das Unmögliche möglich machen. Ganz bitter ist natürlich, wenn solche Umstände wie bei Ihnen eingetreten sind, weil der Ausschluss gegen 1860 München war ja mehr als fraglich. Ja, gut, UEFA hat so entschieden. Ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben. Ich kann leider nichts so sagen, ich muss akzeptieren. Leider sind es zwei Spiele, wenn es drei gewesen wäre, hätten wir keinen Einspruch machen, aber es sind leider zwei geworden und man kann jetzt leider nicht so nicht hoffen, dass die Mannschaft jetzt das macht, dass ich bei der nächsten Runde dabei bin. Ein bisschen mit den Kollegen geplaudert, Stimmung eingefangen? Ja, na gut, wir haben heute Vormittag trainiert und die Stimmung ist sehr gut, jeder hat seine Aufgabe bekommen und ich hoffe jetzt, dass das, was der Trainer gesagt hat, dass sie das Spiel verzeihen. Danke Markus Bürk und Sie sind sicherlich auch schon ein bisschen nervös, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt, wie das ist und jetzt werden wir schauen, jetzt werden wir aufhören, die Mannschaft. Gut, tun wir gemeinsam Daumen drücken. Danke, Markus Bürk. Und einen anderen Spieler, der heute zuschauen muss, den hat jetzt Andreas Felber vor dem Mikrofon. Hier bei mir steht der Andreas Herer. Anita, Herr Bürk ist schon ziemlich nervös. Wie nervös sind Sie eigentlich? Nein, ich bin eigentlich nicht so nervös. Meine Verletzungspause ist schon so lang, da habe ich mich schon daran gewöhnt, draußen zu stehen. Wenn ich spielen würde, wäre es um einiges schlimmer, aber so ist es für mich persönlich nicht so schlimm. Aber ich hoffe auch, dass für die Mannschaft nicht so schlimm ist, dass sie eine gute Leistung bringt. Sie sind ein exzellenter Kenner der internationalen Fußballszene. Lazio Rom, was für eine Mannschaft ist das? Wie gut kennen Sie Lazio Rom? Ja gut, ich bekomme sehr viel mit, weil ich mich sehr dafür interessiere. Und speziell Lazio ist eine sehr gute Mannschaft in der Offensive. Und ich hoffe, dass wir das heute nicht zu spüren bekommen. Im Gegensatz natürlich sind sie durch ihre Offensivkraft ein bisschen hinten anfällig und wenn wir das ausnützen können, ist heute einiges drinnen. Stichwort Sammy Ibur, wird er sich heute zusammenreißen oder kann es wieder passieren, dass er rot sieht? Nein, ich habe keine Sorge, dass er rot sieht, denn wir haben ihm gesagt, dass er aufpassen muss und ich glaube, er will sich heute ins Zeug legen, er will zeigen, was er kann, speziell gegen eine italienische Mannschaft. Er weiß, es sind viele Beobachter da aus dem italienischen Raum und da möchte er sich empfehlen, denn sein großes Ziel ist, wieder einmal im Süden zu spielen, in Italien oder Spanien und heute hat er die Möglichkeit, sich zu zeigen. Danke an die Herren von zurück zu Christian Leber. Ja, und ich habe bei mir jenen Rapid-Fan, der heute wahrscheinlich die längste Anreise hier gehabt hat. Von wo kommen Sie? Aus Leipzig. Wie kommt das? Leipzig Rapid-Fan? Ja, ich bin seit 1985 Rapid-Fan. War inzwischen 40 Mal hier in Wien. Jedes Rapid-Spiel ist auch für mich ein Auswärtsspiel. Und ich komme jedes Mal, Sie hören ja diese Stimmung hier, gerne wieder zu Rapid, um Rapid zu unterstützen. Und hoffe auch heute auf ein 1 oder 2:0. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt Rapid gegen eine deutsche Mannschaft spielt? Ja, da bin ich natürlich auch für Rapid. Rapid ist mein Leben. Ja, ich begrüße Sie auch recht herzlich hier aus der Kommentatorkabine. Das ist gleich neben der Ehrentribüne, die sich schön langsam füllt. Die große Frage ist, wie kann Rapid die Dimensionen bewältigen, die zwischen den beiden Clubs liegen? Vergleichen wir nur einmal das Budget. 85 Millionen Schilling Rapid und Lazio soll ein Budget haben, das mehr als 10-mal so groß ist. Aber vielleicht gelingt es dem David Rapid doch, dem Goliath Lazio, eine aufs Auge zu hauen, möchte ich einmal sagen. Und wir können gleich einmal zu den taktischen Vorbereitungen der beiden Trainer gehen. Das heißt, zur Aufstellung werden hier schon die ersten Schlachtgesänge auf den Rängen von den Rapid-Fans ertönen. Schauen wir uns einmal also noch einmal die Mannschaft von Rapid an, auch mit der Ersatzbank, denn da sitzen vier ganz, ganz junge Spieler vom Amateurclub Red Star. Im Tor also Hedel, der schon mit Brünn und auch 1860 Europacup-Erfahrung gesammelt hat. Jakan, der routinierte kroatische Libero. Schöttl und Radajcik Mandecker, denn Sie wissen ja, Hieden ist gesperrt. Dann Prosenik,
Zinker mit einem defensiven Part im Mittelfeld, genauso wie Oliver Freund. Wimmer anstelle von Bürg auf der linken Seite. Er hat sich ja hervorragend gegen 1860 Star Harald Czerny geschlagen. Michael Wagner soll ein bisschen Impuls im Spiel bringen und Ipua und Stumpf, die Sturmspitzen, die für Tore sorgen sollen. Wunderbare Stimmung, das Wetter ist zum Fußballspielen gar nicht so schlecht. Es ist zwar ein bisschen zum Frösteln, wenn man steht, aber zum Kicken würde ich sagen, ganz hervorragend geeignet. Jetzt zu Lazio Rom. Macchiciani, der Veteran, der Duke, der elegante Torhüter mit der Nummer 1. Dann Pancaro, Nesta, Lopez und Pavalli in der Viererabwehrreihe. Fuser, Almeida, Marcolin, Nedved und die Sturmspitzen, die beiden Stars. Casiraghi, der ja die Italiener mit dem 1:0 über Russland zur WM geschossen hat. Und der Veteran der Mannschaft, der große Star, das ist Mancini, Roberto Mancini, schon 32 Jahre alt. Der Mann, der auch von Sampdoria gekommen ist, genauso wie der Coach von Lazio Rom, nämlich Sven-Göran Eriksson. An die 5000, weil wir es gerade im Bild haben, italienische Schlachtenbummler sind hierher nach Wien gekommen mit Autobussen, Privatfahrzeugen. Es gibt ja in Wien, das ist ganz interessant, sogar einen eigenen Lazio-Fanclub, den ein Österreicher inszeniert hat mit 41 Mitgliedern. Und Lazio-Fanclubs unter anderem gibt es ja auch in Moskau, New York und dann auch noch in München. So, und jetzt sind wir natürlich gespannt, was dieses Spiel bringen wird. Gehen wir mal zur Aufstellung von Rapid. Sie wissen ja, Rapid zum ersten Mal heuer im Europacup ohne Peter Stöger, der wartet, ob sein Transfer zum LASK klappen wird. Auch ohne die Langzeitverletzten Andi Herauf, den wir im Interview gesehen haben, René Wagner, dem es schon ganz gut geht. Genauso wie Patrick Jovanovic, der ebenfalls schon leicht trainiert. Gesperrt ist Bürg, den haben wir auch vorher gesehen, 2 Spiele, Hieden ein Spiel und Martin Braun, der deutsche Legionär, 1 Spiel gesperrt. Das heißt, eigentlich spielt Rapid hier mit dem letzten Satz. Bitte jetzt auch aus österreichischer Sicht den Rapidlern die Daumen zu drücken, das sollten nicht nur die Rapid-Fans tun, denn es geht ja auch um UEFA-Punkte und die nützen jeder österreichischen Mannschaft, die im nächsten Jahr in der Champions League oder in den anderen Europacup-Bewerben engagiert ist. Ein Wort noch zu den Italienern. Eine Supertruppe, die hier zusammengekauft wurde. Präsident Dino Zoff, aber der Geldgeber ist Sergio Graniotti, ein reicher Lebensmittelindustrieller, der in den letzten 5 Jahren über 1 Milliarde Schilling in die Mannschaft gesteckt hat. Die Superstars wie Boxic, Jugovic von Juventus geholt hat, der Mancini geholt hat, der ein Star-Ensemble aufgehäuft hat, das an die Stärke von Juventus herankommt. Aber Stärken können auch Schwächen sein und so hat sich diese Truppe, die in der Meisterschaft momentan an 5. Stelle liegt, irgendwie auch als launische Diva erwiesen. Prächtiger Beginn in der Meisterschaft, im UEFA-Pokal mit klaren Siegen über Guimarães und Volgograd und dann Einbruch fast im Cup nach einem 4:0 gegen Napoli, ein 0:3. Da waren die österreichischen Beobachter Feurer und Dokubil schon dabei und zum Schluss in der Meisterschaft gegen Piacenza auswärts nur ein 0:0. Auch die Verletzten- und Krankenliste ist größer geworden. Jugovic hat eine leichte Zerrung. Negro war an Grippe erkrankt, deshalb auch heute nicht vom Anfang aufgestellt. Und dieser Mann, den Sie hier im Bild haben, ein erfahrener Schiedsrichter aus Portugal, wird das Spiel leiten. Kompletter Name: Victor Manuel Malo Pereira aus Lissabon, 40 Jahre alt, ein Brillenträger. Heute trägt er Kontaktlinsen. Ich hoffe, er wird gut sehen. Er ist doch ein sehr routinierter Mann, der Französisch und Englisch perfekt spricht. Er wird sich also mit den Spielern gut verständigen können. An den Linien seine ebenfalls mit malerischen Namen ausgestatteten Assistenten: Carlos Manuel Ferreira de Matos, José Manuel Silva Cardinal der andere. Wichtig, das haben wir in den letzten Spielen bemerkt, sind auch UEFA-Delegierte und Schiedsrichterbeobachter. Der Schiedsrichterbeobachter ist Monsieur Quignou aus Frankreich, Sie kennen ihn, ein ehemaliger, ganz hervorragender FIFA-Schiedsrichter und ein Irre, Mr. Quingley, ist UEFA-Delegierter. So, das wäre also die Ausgangsposition. Vielleicht noch ein Wort zu Pereira.
Er hat in der Champions League unter anderem Wolfgang Feiersinger das Spiel Borussia Dortmund gegen Sparta Prag, das 4:1 geleitet. Dann im UEFA-Pokal Straßburg gegen Liverpool 3:0. Und auch in der WM-Qualifikation war er tätig bei Belgien, Wales 3:2 und Ungarn, Jugoslawien, Sie erinnern sich vielleicht, das 1:7. Ein sehr konditionsstarker Mann, sehr streng, der sich auch nicht scheut, einmal gegen den Heimverein zu entscheiden. Man wird ja sehen, wie er hier jetzt pfeifen wird. Kann wichtig sein, wie es die letzten Spiele ja von Rapid gegen 1860 gezeigt hat. Blau-Weiß könnte ein gutes Omen sein gegen 1860, die auch blau-weißes Clubfarmer ist man weitergekommen. Vielleicht gelingt die Sensation auch heute und deshalb noch einmal Daumen drücken. Lazio ist vielleicht nicht mit so viel Titeln ausgestattet wie Rapid. Man war nur einmal Meister 1974, damals noch mit Ginaglia, der später dann mit Pelé und Beckenbauer in New York gespielt hat. Man war einmal Cupsieger 1958. Dann ist man abgestiegen, Herbert Prohaska hat es ja schon angesprochen, Wettskandal, Spielerskandal in Italien, man musste hinunter, ist dann wieder aufgestiegen nach 8 Jahren, 2. Division 1988 und seitdem hat die Mannschaft zu einem Höhenflug angesetzt. Und jetzt zur Mannschaft von Rapid, die Sie hier sehen, Jerkan Radajcik, Michi Wagner, Samuel Ipua, Oliver Freund, der statt Martin Braun in die Mannschaft gekommen ist. Und Christian Prosenik, der noch ein Hühnchen mit Kasiragi zu rupfen hat, denn 1994 hat die Wiener Austria 0:4 verloren. Hier die ersten beiden Tore hat Kasiragi geschossen. Dann wird die Kapitäne. Peter Schöttler im Gespräch mit Ferreira, auf der anderen Seite Kapitän mit der Nummer 5. Das ist Giuseppe Favalli, der an der linken Seite der Viererkette spielen wird. Ein 25-jähriger, sehr attraktiver Verteidiger, sehr konsequent, der von Cremonese 1992 zu Lazio Rom gestoßen ist. Er hat im UEFA Cup hervorragend gespielt. Und wir werden sehen, was die Taktik von Trainer Tocopil bringt. Die Manndecker werden ihre Gegner, also Kasiragi und Mancini, im Raum übergeben. Das gleiche gilt im Mittelfeld, wobei aber im Mittelfeld die Mittelfeldspieler von Rapid ganz bestimmte Aufgaben zugeteilt bekommen haben. Ernst Dokobil wollte es nicht ganz verraten, aber ich glaube, wir werden es im Verlauf des Spieles sehen, wer da auf wen angesetzt ist. Die Impulse bei den Italienern können also vor allem von den Sturmspitzen ausgehen. Auch Alessandro Ferreira, der ein guter Spielleiter war, vielleicht ein bisschen im Stich gelassen von seinem Linienrichter auf der rechten Seite, von seinem Schiedsrichterassistenten. Zweimal strittige Offside-Situationen am 16er von Rapid. Man muss es ganz offen sagen, nicht unverdient führt hier Lazio Rom zur Pause gegen Rapid im ersten Achtelfinalspiel 1:0. Da beschwert sich noch Mancini wegen seiner gelben Karte, die war aber doch, glaube ich, korrekt. Ich hoffe, Sie stimmen mit mir da überein. Halten wir also die Daumen für den Ernst Dokobil, dass er jetzt den richtigen Weg, die richtige Taktik für die zweite Hälfte findet und dass Rapid auch ein bisschen Glück hat. Denn beim Lattenpendler von Stumpf war sicher auch Pech dabei. Alles in allem gesehen, korrektes Resultat jetzt zur Pause und wir werden Sie gleich mit den ersten Interviews versorgen. Sie haben ja bemerkt, Manfred Gabriele, der perfekt Italienisch spricht, aus Innsbruck zu uns gekommen, der Studioleiter des Studio Innsbruck, was Sport betrifft, mein Kollege Andi Felber unten in der Flashzone. Die Rapid-Fans haben sich ganz vorbildlich verhalten, das muss man sagen. Sie haben ihre Mannschaft wirklich stimmkräftig unterstützt und ich hoffe, sie werden das auch in der zweiten Hälfte tun. Und wir haben schon die ersten Interviews. Andi Felber, bitte melden. Ja, bei mir steht der Michi Wagner. Michael, kurze Analyse der ersten Spielhälfte. Ich denke, es war bis jetzt ein ausgeglichenes Match. Chancen waren auf beiden Seiten da. Leider Gottes haben wir ein blödes Tor bekommen. Aber da werden wir im Munde sicher keinen Vorwurf machen, weil er bis jetzt immer gut gehalten hat. Das kann passieren. Jetzt müssen wir jetzt schauen, dass wir in der zweiten Halbzeit den Fehler ausbessern und das Spiel noch gewinnen. Und bei mir Arnold Wettel, der die letzten Tore von Rapid in der Meisterschaft am Wochenende in Ried geschossen hat. Heute noch kein Rapid-Tor, 0:1. Ich glaube, eine zwar durch das glückliche Tor, etwas glückliche, aber relativ verdiente Führung, muss man sagen. Ja, verdiente Führung. Ich sage mal so, wir haben wirklich schwungvoll begonnen, das Spiel. Haben gleich eine Chance gehabt durch den Sami Bo, aber nur im Endeffekt, wir haben stark nachlassen bis zur Pause. Und
ja, es hat kommen müssen irgendwann einmal. Und man hat gesehen, es ist durch einen Fehler passiert, der nicht sein hat müssen. Aber wir spielen sehr recht gefällig, glaube ich. Aber wir müssen einfach viel schneller an die Spitze spielen. Und wie Sie gesagt haben, Rapid hat gut begonnen. Aber die erste Chance, schauen wir uns an, die hatten die Römer. Und zwar durch Kasiragi. Das war schon in der dritten Minute. Ausgezeichnete Aktion von Hedl. Ich bin einfach sehr schnell an die Spitze und die zwei bewegen sich sehr gut vorne. Und es war halt unheimlich beweglich. Ja, das sind sicher. Aber ja, der Raimund sehr gut gehalten, Gott sei Dank. Tadellos reagiert, Kasiragi aus kurzer Distanz ganz frei zum Schuss gekommen. Dann haben Sie es angesprochen, gab es ein, zwei gute Szenen für Rapid. Ipur hat eine Chance vergeben. Allerdings die größte hatte der Stumpf, wie wir wissen, in der 13. Minute. Der hätte eigentlich drin sein müssen. Hätte, schauen wir uns gleich an. Eckball, ja klar. Christian Stumpf. Ja, der hätte im Tor sein können, aber leider. Bei den Bällen, da wirkt die Abwehr ein bisschen verwundbar bei den Italienern. Die sind verwundbar. Also sie stehen zwar hinten mit vier Mann, aber nur bei Standardsituationen sind sicher zu gefährden. Man hat ja jetzt gesehen, der Christian hat den Ball erwischt. Leider etwas Pech dabei. Dafür hatten die Rapidler auch Glück. Circa eine Viertelstunde später, nach 32 Minuten, bei folgender Szene, schauen wir uns gleich an. Haben sich gut reagiert, zuerst von Hedl, aber dann ein schlimmer Fehler. Ja, der hätte weiter nach vorgehen sollen und Gott sei Dank ist der Christoph Nataitschek da gestanden auf der Linie. Ja, das hat er sehr gut gemacht, der Raimund, aber da hätte er müssen ausputzen. Da hat er wirklich gut begonnen, an sich das, was für einen Tormann auch wichtig ist, gleich am Anfang ein Erfolgserlebnis gehabt. Stimmt, er hat gleich zwei, drei Flanken super gehabt, aber nur im Endeffekt. Wir schauen uns das noch aus einer speziellen Zeitlupenposition an. Ja, sehr gut gemacht. Zunächst Hedl vor Kasiragi und dann dieser Heber, auch an sich sehr gut gemacht vom Römer. Ja, aber Nedved, glaube ich, war es. Auch von Christoph sehr gut gemacht. So, und dann leider in der 38. Minute ist es passiert. Ein Tor, das sich irgendwie angekündigt hat, der Druck war, ist immer größer geworden. Sie haben besser gespielt, sie haben mehr Ballbesitz gehabt und wie man sieht, sie haben wieder schnell gespielt und den hat dann Raimund leider nicht zum Fassen bekommen. Und es hat so ausgesehen, als hätte er ihn schon. Ja, er hat ihn schon mal gehabt, aber leider ist ihm ausgekommen wieder. Und so ein klassischer Stürmer wie der Kasiragi, der nützt diese Chance. Für einen jungen Torhüter natürlich ein besonders großes Spiel und da fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen die Routine. Kann man ja, das so sicher, sagen? Er ist noch ein junger Spieler, aber trotzdem, er hat vorher super gehalten, er hat alles gehabt, alle. Und ja, solche Sachen passieren leider, aber es hätte halt kein Tor sein müssen. Bitter, dass es so gefallen ist. War gar nicht so leicht auch für den Kasiragi aus diesem Winkel. Ja, es war ein spitzer Winkel, aber dann wäre ideal getroffen. Klasse, man lässt sich diese Chance nicht entgehen. Ja, Arnold Wettel, was kann jetzt der Ernst Dokopil machen? Was können wir machen? Wir werden sicher, wir müssen einfach schneller nach vorspielen, so wie es die Römer zeigen. Sie spielen sehr schnell an die Spitzen und das müssen wir auch versuchen. Und das Mittelfeld muss nachrücken und viel schneller. Und ich glaube, nur dadurch können wir auch besser zur Geltung kommen. Und glauben Sie, dass der Marek Pengser zum Einsatz kommen wird? Jetzt glaube ich nicht noch, aber ich glaube, also zur Hälfte der zweiten Halbzeit, also glaube ich schon, dass er reinkommt. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir den Ball, das Spiel unter Kontrolle kriegen und weiter versuchen, so zu spielen, nicht nervös zu werden. Sie kommen ja frühestens, sollte Rapid es doch noch schaffen, im Frühjahr zum Einsatz, sind noch nicht spielberechtigt. Irgendwie haben Sie mit dem Europacup überhaupt ein Pech, war schon bei Porto so. Ja, leider, seit zwei Jahren komme ich überhaupt nicht zum Spielen im Europacup, aber so ist es einmal jetzt. Ich hoffe, dass es im Frühjahr doch. Ja, die Mannschaften kommen soeben wieder aufs Spielfeld. Hier unsere Statistik nach 45 Minuten im Cornerverhältnis ausgeglichen. Rapidler um eine Spur mehr Fouls gemacht, sind einmal offside gestanden. Null auf der anderen Seite, da muss man sagen, dass der eine Schiedsrichterassistent ein bisschen schlecht sieht. Zwei Sachen waren sicher offside und von den Toren her, das wissen Sie ja, durch Kasiragi auch ein knapper Vorteil hier für Lazio Rom. Ganz wichtig für die Italiener, dass sie ein Auswärtstor erzielt haben. Ob es schon das Siegestor ist, das wollen wir doch nicht hoffen.
hoffen vielmehr auch aus österreichischer Sicht, dass Rapid jetzt noch zusetzen kann, dass, wie Arnold Wettl es gesagt hat, die Mittelfelddistanz schneller überbrückt wird, dass schneller an die Spitzen gespielt wird und dass das Mittelfeld sich auch getraut, ein bisschen schneller aufzurücken. Aber das kann natürlich gegen die Catenaccio-erfahrenen Italiener auch tödlich sein. Sie gewinnen hier nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung und gutem Spiel 2:0 durch Tore der beiden Sturmspitzen von Casiraghi in der 38. und Mancini in der 62. Minute. Zwei Spieler mit Gelb-Rot, um das zu wiederholen, Freund und gleich darauf auch Mancini. Er wird im Rückspiel fehlen. Vielleicht kommt dann der dreifache italienische Torschützenkönig Signori zum Einsatz. Vielleicht aber auch Alain Boksic, der kroatische Teamspieler. Da hat der italienische Coach, der Schwede Sven-Göran Eriksson, die Qual der Wahl. Er kann aus 11 Teamspielern aus 5 verschiedenen Ländern wählen. Er hat ein Star-Ensemble zur Verfügung. Und möglicherweise, dass sich Rapid in Italien vom Europacup, dem UEFA-Pokal, dem Achtelfinale verabschieden muss. Aber sowas ist immer erst aus, nachdem auch die zweiten 90 Minuten vorbei sind. Schöne versöhnliche Gäste haben wir hier kurz gesehen. Von Samuel Ipua, Favalli und Casiraghi hier. Auch des Schenkens dieser beiden, die sich ja aus der Zeit von Ipua in der italienischen Premier League kennen. Für uns ein bisschen traurig, auch aus österreichischer Sicht. Es gehen uns hier wertvolle UEFA-Punkte verloren. Es wäre schön gewesen, hätte Rapid hier gewinnen können. Es war nicht der Fall. Man muss neidlos anerkennen, verloren gegen eine überaus starke Mannschaft. Jetzt ist natürlich auch der letzte Vertreter auf dem Weg zum Aus. Der letzte österreichische Vertreter in einem Europapokal im Frühjahr. Ja, wenn in Rom nicht ein Wunder geschieht, werden wir uns nicht mehr an österreichischer Europakost freuen können, sondern an der internationalen Kost. Vor allem in der Champions League, die wir nach wie vor für Sie übertragen. Gabriele. Ja, wir haben den Pierluigi Casiraghi vor dem Mikrofon. Pierluigi, uomo dei gol decisivi. Come era la partita? Es ist der Mann der entscheidenden Tore, hat das 1:0 geschossen. Was sagt er jetzt zum Spiel? No, era difficile perché abbiamo incontrato una squadra molto forte fisicamente, con delle buone individualità, però siamo stati bravi a non solo a difenderci ma a attaccare, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo fatto due gol, abbiamo preso un palo, quindi direi che meglio di così non poteva andare. Casiraghi sagt, macht Komplimente rapide, sagt, wir sind auf eine körperlich vor allem sehr starke Mannschaft getroffen, aber wir haben gewusst zu dosieren, sowohl in der Verteidigung als auch für den Angriff was zu tun. Man hat zwei Tore geschossen, er ist rundum zufrieden. Per la partita a casa vostra, nello Stadio Olimpico di Roma, also für das Auswärtsspiel von Rapid, für das Heimspiel von Lazio in Rom, c'è qualche rischio, c'è qualche pericolo ultimo, gibt es da noch eine letzte Gefahr für ihn, für Lazio? Il rischio adesso credo sia soltanto nostro, nel senso che sta solo a noi fare una buona partita, non fare come abbiamo fatto in Coppa Italia, una partita vinta 4-0, al ritorno abbiamo sofferto, quindi credo dipenda solo dalla Lazio. Grazie mille, Pierluigi Casiraghi in bocca al lupo. Grazie. Casiraghi sagt zum Abschluss, es liegt nur mehr an Lazio, das ist die einzige Gefahr, nicht so zu spielen wie zuletzt im Cup, wo wir 4:0 zuerst auswärts gewonnen haben, dann 0:3 verloren haben und sehr viel gelitten haben. Das Risiko liegt jetzt ausschließlich bei Lazio und damit zurück zu Peter Elsner. Danke dem Manfred Gabrieli, der aus Innsbruck zu uns gekommen ist, der perfekt Italienisch spricht und auch mit Casiraghi, der wirklich ein Meister ist, dieses Interview geliefert hat. Die Lazio-Fans, die hergekommen sind, dürfen sich natürlich freuen. Die Mannschaft auf dem besten Weg in die nächste Runde des UEFA-Pokals. Und ich glaube, der Andi Fellbar hat auch schon einen Gesprächspartner. Ja, bei mir ist Christian Prosenig. Christian, worin lag diese immense Stärke von Lazio Rom? Ja, es ist eindeutig eine Spitzenmannschaft in Europa. Aber im Grunde, erste Halbzeit haben wir recht gut mitgespielt. Dann haben wir ein dummes Tor bekommen und dann ist sehr viel zusammengebrochen. Wir haben nie so richtig ins Spiel reingefunden. Zweite Halbzeit dann mit der roten Karte war es sehr schwer. Gut, eben noch einen Ausschluss gehabt, aber im Grunde muss man sagen, das 2:0 geht in Ordnung. Stichwort dummes Tor, wie hat man den Raimund Hedl in der Halbzeit aufgebaut? Wir brauchen ihn nicht aufbauen, er hat uns schon so oft das Spiel gerettet, also sowas kann passieren, das ist kein Problem für uns. Das Rückspiel in Rom in 2 Wochen, ist das nur noch Formsache oder was wird der Rapid, was wird da die Mannschaft versuchen, vielleicht auch das Unmögliche noch möglich zu schaffen? Ja, versuchen werden wir es auf alle Fälle, aber es wird natürlich sehr schwer. Kennen und bei mir im Studio ist Raimund Hedl,
der Pechvogel dieses Spiels. Raimund, aus deiner Sicht dieses Spiel, kurz einmal Resümee. Ja, ich glaube, man hat den Unterschied gesehen zwischen der italienischen und österreichischen Mannschaft, aber mit ein bisschen Glück, beziehungsweise mit weniger Pech, wenn der Latenschuss reingeht. Wenn der Schiedsrichter dann 11er gibt, solche 11er hat es schon gegeben, steht es 2-0 für uns, aber über 90 Minuten gesehen war der Sieg von den Italienern verdient. Wir werden uns dann das 1:0 sicher noch einmal anschauen. Dort, dass Sie sich nicht gerne anschauen, nehme ich an. Man muss aber anerkennen, eine Mannschaft, die also von der Raumaufteilung einfach eine Klasse für sich ist. Ja, also und vom Tempowechsel her. Ja, vom taktischen, also Sie stehen, Sie haben uns nie Zeit lassen, einen Ball anzunehmen. Ja, das hat so ausgesehen, als hätten Sie den Ball bereits. Ich habe ihn schon gehabt, um die erste. Ja. Ich weiß nicht, warum man da rausgekommen ist. Normalerweise würde ich sagen, bei einem jungen Spieler verständlich, ein so großes Spiel, man ist extrem nervös, da passieren einfach solche Fehler. Aber Sie haben am Anfang einen unheimlich souveränen Eindruck gemacht, gleich zwei, drei schwierige Bälle ganz sicher gehalten. Also an der Nervosität, glaube ich, ist es nicht gelegen. Nein, also an der Nervosität und junger Spieler hin und her, wenn ich spiele, muss ich genauso mit dem Mann stehen, ob ich jung oder alt bin, ob ich verletzt bin oder nicht. Wenn ich am Spielfeld bin, bin ich fit und ich glaube, mit Nervosität hat das auch nichts zu tun gehabt. Aber gut, beim Tormann, er macht einen Fehler und das ist halt das Tor. Aber gut, das darf ich nicht machen, ja. 89 gute Minuten helfen dann gar nichts mehr. Aber gut, das ist das Los vom Tormann, das weiß ich und trotzdem darf es nicht passieren. Wir haben schon in der Pause gesagt, war dennoch auch sehr schwer, diesen Treffer noch zu erzielen, aber das macht ihm die Klasse eine Stimme aus, dass er so eine Chance nützt. Eine halbe Chance nutzt er sofort. Mittlerweile auch bei uns im Studio der Ernst Dokupil. Ja, Enttäuschung groß. Ja, wir wussten vor dem Spiel, dass eigentlich alles stimmen müsste. Das heißt, es müsste auch der Spielverlauf für uns passen und das war es absolut nicht. Noch dazu haben wir die Tore aus Eigenfehlern gemacht und bekommen. Und das hat schon auf die Moral gedrückt, vor allem das erste, wo das passiert ist. Aber es hat schon einen Knacks durch die Mannschaft gegeben und es war so, wenn wir das Glück gehabt hätten, den Lattenpendler, wenn der ein Tor gewesen wäre, wäre es interessant gewesen. Das hat auch Peter Elstner gesagt, das Glück, dass Rapid vielleicht in den letzten Europacup-Spielen oft zur Seite geschossen ist, das hat heute Rapid leider verlassen. Wir schauen uns die Höhepunkte der zweiten Spielhälfte an und beginnen mit einem Ausschluss, Oliver Freund. Also unter einem Ausschluss tut es ja Rapid eigentlich überhaupt nicht mehr im Europacup, Ernst Dokupil. Ja, der Ausschluss, muss ich sagen, der war hart. Sehr, sehr hart. So von absichtlichen Ball unterfangen oder so etwas war überhaupt nicht die Rede. Der hat die Hand oben gehabt, das stimmt schon. Aber das zweite Mal gelb zu zeigen und vielleicht hat er es nicht gewusst, dass er schon die gelbe Karte hatte. Da sehen wir es. Ja. Ball zur Hand oder Hand zum Ball, das ist die Frage. Ja, aber die Schiedsrichterfehlentscheidungen gegen uns, die sind wir auch schon gewohnt. Die gibt es in Serie. Ja. Ja, vor allem in der zweiten Spielhälfte hat er doch einige seltsame Entscheidungen getroffen, ja, so muss man ganz offen sagen. Ich muss sagen, rapidfreundlich war er nicht gerade. Aber ganz offen muss man sagen, am Schiedsrichter lag es nicht. Nein, sicher nicht. Die Klasse hat man schon gesehen, vor allem die zwei Stürmer. Unsere Abwehrspieler hatten alle Hände voll zu tun, sie nur unter Kontrolle zu halten. Abmelden konnten wir sie eigentlich nie. Herr Zuckerbier, wir werden noch nachher kurz weiter plaudern. Ich höre gerade, der Andi Felber hat einen Gesprächspartner vor dem Mikrofon. Herr Christian Stumpf, der Ernst Dokupil hat das fehlende Glück angesprochen. Was wäre gewesen, wenn der Ball nicht an die Stange gegangen wäre? Was hätte das für den Spielverlauf bedeutet? Gut, ich meine, es ist im Nachhinein nicht so leicht zu sagen, aber wie gesagt, also, es war eine sehr, sehr riesen Chance und normalerweise mache ich so einen Ball rein, aber wie gesagt, ein bisschen zu hoch geschossen und der Ball ist weit auf die Latte gegangen und nicht hinein. Wie schwierig war es für Sie als Stürmer heute, sich gegen diese italienischen Abwehrreihen durchzusetzen? Ja, man weiß, also Lazio ist überhaupt eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich meine, aber ich trotzdem sagen muss, ich glaube, erste Halbzeit ist gar nicht so schlecht gegangen. Vor allem durch den Kopfball haben wir einige erwischt gehabt. Und wie gesagt, also mir tut es leid, dass ich in den Ball nicht reingehaut habe, aber jetzt kann man nichts mehr ändern. Sie haben, sage ich mal, vis-à-vis vom Sammy Ibur gespielt, hat wieder ein paar unnötige Aktionen gemacht. Kann man das aus ihm nicht heraustreiben? Ja gut, ich meine, die italienischen Verteidiger sind auch nicht die Feinsten. Sie arbeiten auch mit allen Mitteln und da muss man sich den Stürmer auch ein bisschen wehren. Danke Christian und zurück zum anderen Christian, zu Christian Nehiber. Ja, aber gleich wieder zurück zum ersten Christian. Der Christian Stumpf spielt jetzt die Hauptrolle in der nächsten Szene, die wir einspielen. Ein Foul an ihm, das nicht gegeben wurde. Na, viel mehr ist passiert. Es wurde Freistoß
für die Römer gegeben. Ernst Okopil. Ja, das ist eine von den komischen Entscheidungen, die der Schiedsrichter getroffen hat. Vor allem eine komische Entscheidung mit Folgen. Ja, so ist es. Kaum eine Minute später ist es 2:0 gestanden. Wir werden es gleich sehen. Und dann noch einmal das Foul des Römers. Und so kam es dann zu dieser Aktion, die zum 2:0 geführt hat. Was die taktischen Anweisungen betrifft, hat die Mannschaft mehr oder weniger das eingehalten, was sie sich vorgestellt haben. Ja, das ist so. Wir haben taktisch eigentlich recht klug gespielt, haben den Gegner schnell wieder aufgerissen, so weit wie möglich unter Kontrolle gehabt. Das war natürlich ein schwerer taktischer Fehler von Peter Schöttl und von Nico Jerkan. Einer spielt auf Abseit, Schöttl hebt das Abseit auf und ja, gegen diese Klasse, Leute, sind solche Chancen natürlich Wahnsinn. Aber Raimund wieder. Unglaubliches Pech eigentlich, sie waren fast dran am Ball. Ja. Pech oder nicht Pech, da war es, also das ist, tja. Ein bisschen mehr Glück, schießt er halb rechts. Beim Schießen. Ein bisschen Glück, schießt er halb rechts und nicht halb links und dann haut man und so geht er hinein, das ist los. Wie haben Sie sich denn noch motiviert für die zweite Spielhälfte nach diesem Fehler? Weil da geht doch natürlich die Psyche ein bisschen runter. Ja, Motivation kann man nicht sagen, dass die fehlt, also wenn man einen Fehler macht, ist man gewillt, dass man den Fehler ausbessert, beziehungsweise den Torwart kann man den Fehler nicht ausbessern, aber versucht, der Mannschaft weiter zu helfen und keine weiteren Fehler zu machen. Das ist, Sie sehen noch einmal, unser Regisseur ist grausam zu Ihnen, spielt noch einmal das Tor ein aus einer anderen Sicht. Aber Kaserangi blitzschnell das erkannt, die Situation. Und zum 1:0 eingeschossen. Ja, dann haben wir das 2:0 in der 62. Minute gesehen. Und eine Minute später gab es dann noch eine gelb-rote Karte, diesmal für Mancini. Ich glaube, keine Diskussion. In diesem Fall hat zuvor gelb gesehen. Gelb-rot, die richtige Entscheidung. Oder? Sind sich die Herren einig? Ja. Ja. Ernst Okopil, was kann man jetzt fürs Rückspiel eigentlich noch aus Sicht von Grün-Weiß erwarten? Ja, jetzt ist so, im Grunde sind wir ausgeschieden. Jetzt kann alles nur mehr sensationell werden beim Rückspiel. Und wir wollen uns dort so gut wie möglich verkaufen. Wir wollen schauen, dass wir vielleicht das Spielglück jetzt in Rom haben. Und so gehen wir in das Spiel und man kann eigentlich nur mehr gewinnen. Wir hoffen, dass sich Rapid gut verkauft und noch ein bisschen Werbung für den österreichischen Fußball macht. Es ist trotzdem ein wirklich ganz starker Gegner, vielleicht der stärkste, den man überhaupt ziehen konnte im Achtelfinale. Danke fürs Kommen und alles Gute für das Rückspiel schon jetzt. Ich verweise auf die nächsten Fußballsendungen morgen um 20.15 Uhr. Großer Champions League Tag, übermorgen Donnerstag ebenso. Also Fußball gibt es in dieser Woche genug. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und verabschiede mich im Namen des gesamten Teams mit den Highlights dieses Spiels. Die Grenzen waren sicher im taktischen, im Tempo her und einfach ja, in der Chancenauswertung, wo sie noch mehr Chancen gehabt hätten, aber sie haben das Spiel einfach 2:0 gewonnen, ohne viel Schnörkel und waren aber trotzdem klar bessere Mannschaft.
Raimund Hedl hat recht, doch beide Treffer fallen nach Eigenfehlern. Beim 0:1 durch Kasiragi nach 38 Minuten batzt Hedl gewaltig. Mir selber nicht ganz erklärlich, sonst hätte ich es in dem Moment wahrscheinlich nicht so gemacht, aber das ist instinktiv das Falsche gemacht in der Situation. Im Augenblick ärgert man sich natürlich, dass das passiert, aber man darf auch nicht vergessen, dass er nicht nur in München maßgeblich daran beteiligt war, dass wir aufgestiegen sind, sondern auch gestern bis zu diesem Fehler eigentlich schon zwei hundertprozentige Chancen der Römer zunichte gemacht hat. Obwohl Hedl hier vor Kasiragi retten kann, sind die Lazio-Stürmer eine Klasse für sich. Ja, ich glaube, dass die beiden Stürmer den Unterschied ausgemacht haben. Da haben wir große Probleme gehabt, die in den Griff zu kriegen. Da hat man gesehen, dass sie wirklich Weltklasse sind. Weltklasse der Torinstinkt von Mancini beim 0:2. Weniger Weltklasse hingegen das Abwehrverhalten von Rapid. Noch dazu war es so, dass der Peter Schöttl einen rahmschwarzen Tag gehabt hat und jetzt praktisch einer der beiden immer frei war, während der Deitschik recht gut gespielt hat. So Spieler wie gegen Mancini, da muss man wirklich sehr, sehr gut in Form sein und den in den Griff zu halten. Rapid hat Mancini erst dann im Griff, nachdem der Italiener nach Foul am Prosenik vom schwachen portugiesischen Referee Pereira gelb-rot sieht. Das 2:0 ist sehr wichtig für uns, aber für den Aufstieg sind zwei gute Spiele wichtig. Mein Ausschluss ist lachhaft, ich habe den Gegenspieler gar nicht berührt. Gelb-rot sieht auch Oliver Freund. Er berührt nicht den Gegner, sondern den Ball, nämlich mit dem Ellbogen. Mehr eine Reflexbewegung, aber wenn der Schiedsrichter genau neben dran steht und das sieht, ich meine, viel bleibt nicht übrig, muss er wahrscheinlich Gelb-Rot geben. Knapp vorbei an Gelb-Rot geht Sammy Ipua. Der Fußballer ist zweimal als absichtlicher Handballer tätig. Ja, beim ersten Mal war es absichtliches Handspiel, das geht in Ordnung. Beim zweiten Mal aber wurde ich von einem Verteidiger gestoßen und der Ball fiel mir auf die Hand. Der Schiedsrichter hat es auch so gesehen, deswegen war alles korrekt. Weniger korrekt die Geste von Ipua zu den Lazio-Fans. Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß von nichts. Ja, an und für sich habe ich es nicht gesehen. Fernsehen auch nicht? Nein, ich habe das Spiel noch nicht im Fernsehen gesehen. Willst du es dann sehen werden? Ja, das muss ich mir genauer anschauen. Ich habe auch wieder diese rassistischen Rufe gehört. Ne? Und ich habe das eh schon x-mal gesagt, dass er einfach falsch reagiert auf diese Sachen. Und das muss er abstellen, sonst wird er immer Probleme haben. Ich weiß nicht, das sind andere Stellen zuständig für mich, vielleicht der Psychiater, ich weiß nicht. Aber an und für sich, ja, er hat die Bälle mit der Hand schön runtergefangen. Vielleicht sollte es ins Tor stehen, vielleicht ging es dann besser und ich draußen. Raimund Hedl als Goalgetter. Christian Stumpf bleibt der Torjubel aufgrund einer im Weg stehenden Torlatte versagt. Ich glaube, Rapid hat trotzdem ein gutes Team. Die Mannschaft hat unglaubliches Pech gehabt mit dem Lattenschuss beim Stande von 0:0. Wenn sie da getroffen hätten, wäre das Spiel womöglich ganz anders verlaufen. So aber hat Rapid verloren und der Gang nach Rom wird noch beschwerlicher. Denn wenn wir dort so auftreten wie in den bisherigen Auswärtsspielen, dann kann es sehr schlimm ausschauen. Du, nein, Biergarten 4, da oben am Boden Biergarten. Darum haue ich die Flanken immer hinter das Goal. Der verbirgt meinen Fuß immer. Die Mehrzahl der Spieler denkt heute noch nicht an Rom. Mit guter Laune soll die gestrige Niederlage ehebaldigst aus dem Gedächtnis gestrichen werden. Wir sehen, wie geschmeidig dass du eigentlich bist. Paradesportler. Vorzeigesportler ist das. Alles durchtrainiert, kein Gramm Fett. Also, sie haben ihren Humor wiedergefunden, die Rapid-Spieler, und einer dieser Humoristen, hätte ich jetzt fast gesagt, ist hier zu Gast. Schönen guten Abend, Christian Stumpf. Ja. Im Grunde war es nicht wirklich lustig gestern, oder? Nein, eigentlich. Nach dem Spiel war eigentlich keinen so richtig zum Lachen, aber wir haben gewusst, Lazio ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und dann braucht man schon einen sehr, sehr guten Tag, um diese Mannschaft zu schlagen. Wenn man diese Bilder hier vom Training von heute gesehen hat, werden die Neutralen, die Nicht-Rapid-Fans sagen, na, die haben eigentlich nichts zum Lachen, warum haben die so ein Theater? Ja, ich glaube, das Leben muss weitergehen. Wir haben jetzt am Sonntag schon wieder das nächste schwere Spiel gegen GRK und da wollen wir gewinnen. Und okay, gestern war sicher jeder ein bisschen frustriert, aber heute ist schon wieder gegangen. Warum glauben Sie, ist es so überhaupt nicht gelaufen? Warum hat es Blackouts gegeben von einigen Spielern, so quasi Totalversager? Wir haben das kurz da auch gehört im Beitrag. Ernst Dokopil hat zum Beispiel Schöttl angesprochen. Was war los? Hat man vorher schon was gespürt? Wart ihr verkrampft? War ein Problem? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben uns gesagt, wir können locker drauf losspielen. Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Und
wäre der Ball in der 16. Minute für mich nicht auf die Stange, sondern ist so gegangen, wer weiß, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. Aber so haben wir heute ein paar Fehler gemacht und gegen so eine Klasse-Mannschaft, dann rächt sich das meistens. Das ist das liebste Spielchen des Fußballfans, dass er nach einem Spiel immer sagt, was wäre, wenn. Ja, wir können uns die Szene noch einmal anschauen. Ich weiß nicht, wie gut sie Ihnen gefällt, aber schauen wir mal. Es war ja kurios, es war ja nicht zu erwarten, dass Sie diesen Ball noch bekommen überhaupt. Ja, ist richtig. Aber normalerweise, solche Bälle mache ich rein, aber in letzter Zeit bin ich gerade nicht vom Glück verfolgt. In München schon auf die Stange, dann in der Meisterschaft gegen Lusenau und gestern wieder. Also ich hoffe, die nächsten Bälle gehen wieder mal ins Tor. Ich wollte, so wie viele andere Rapid-Fans, das Match gestern privat genießen, mir es in Ruhe anschauen am ersten Rang. Hinter mir, vor mir, überall Rapid-Fans. Und bei dieser Szene haben unisono alle gebrüllt, warum hat er so draufgehaut? Wäre es anders gegangen? Ja gut, ich meine, das geht in einem Bruchteil von Sekunden. Auf einmal liegt der Ball vor die Füße und ich habe nicht mehr lange überlegt. Ich habe mir gedacht, ich halte einfach drauf und leider ist der Ball nicht reingegangen. Und die Kritiker der Rapid-Spieler werden jetzt sagen, hoffentlich haben sie was daraus gelernt. Was kann man lernen aus so einer Niederlage? Ja, was kann man daraus lernen aus so einer Niederlage? Wie gesagt, einfach, man braucht einen sehr, sehr guten Tag. Man darf sich keinen Fehler erlauben, um gegen so eine Mannschaft zu bestehen können. Und sie haben uns schon gezeigt, dass sie klasse Spieler in ihren Reihen haben, die eben solche Fehler, was wir gemacht haben, dann gnadenlos ausnützen. Unser Regisseur ist ein glühender Rapid-Fan. Er behauptet, man kann das aufholen und man kann in Rom in die Verlängerung kommen. Ja, also Fußball ist alles möglich, aber natürlich wird es sehr, sehr schwer für uns werden. Sie haben den GAK angesprochen, Meisterschaft. Sind Sie mit dem Kopf auch schon eher jetzt wieder bei der Meisterschaft, Europacup, internationaler Bewerb abgehakt? Also der Europacup ist jetzt einmal für die nächsten 14 Tage abgehakt. Wir haben jetzt noch zwei schwere Spiele gegen GAK und gegen die Admira und da wollen wir natürlich voll punkten. Es wird notwendig sein, weil die Rapid-Fans fordern, dass der Abstand zu Sturm geringer wird. Ein ganz kurzes Wort noch zu dieser Meisterschaft. Wie nahe kann man noch an Sturm herankommen? Wie schaut das aus eurer Sicht? Na gut, ich meine, wir sind schon ein paar Punkte hinten. Da muss schon einiges passieren, glaube ich, dass man Sturm noch einholt. Gut, bedanke mich fürs Kommen im Studio, trotz der Niederlage, trotz des Frustes. Wünsche Ihnen alles Gute, auch für das Baby, das bald kommen soll. Wann ist Termin? Am 4. Jänner ist Termin. Sie wissen schon, ob es ein Fußballer wird? Nein, das wissen wir noch nicht. Also es könnte auch ein Mädchen sein. Okay, könnte auch alles ein Mädchen Gute, sein. Trotz der Niederlage, danke fürs Kommen. Wenn Christian Stumpf den Ball ein wenig anders getroffen hätte, wenn der Wind ein wenig anders geblasen hätte, und wenn ein Fußballtor 2 Zentimeter höher wäre, ja dann wäre es heute für Rapid um vieles einfacher. Aber der Lattenschuss ist bereits Geschichte, so wie Rapids Weg in die dritte Runde des UEFA Cup. Nach bestandener Qualifikationsrunde gegen Bobby Brünn tut sich Rapid gegen Hapoel Petach Tikwa aus Israel mehr als schwer. In Wien gewinnt Rapid 1:0, auswärts gelingt ein 1:1 Unentschieden. Sammy Pua wird nach dieser Aktion ausgeschlossen und für die beiden Spiele gegen den nächsten UEFA Cup Gegner gesperrt. Der heißt 1860 München. Rapid gilt als Außenseiter und schafft die Überraschung. In Wien gewinnen die Grün-Weißen 3:0. Die Torschützen Peter Stöger, Peter Schöttl und Marek Pengser. Peter Schöttl wird zudem genauso wie zwei Münchner ausgeschlossen und ist für das Rückspiel gesperrt. In diesem Rückspiel gerät Rapid rasch 0:2 in Rückstand. Doch Thomas Zingler erlöst die Wiener in der 70. Minute mit dem entscheidenden Auswärtstreffer. Endstand 2:1 für München. Rapid ist eine Runde weiter. Die wissenschaftliche Analyse des Aufstiegs hat der Trainer. Fußball ist einfach ein Scheißspiel, wo man zeitweise in der Hölle ist und dann im Himmel, aber so ist er eben. Markus Bürg wird interessanterweise nach dieser Szene mit Gelb-Rot bestraft, für 2 Spiele gesperrt und fehlt daher auch im Rückspiel gegen Lazio. Zuvor musste bereits Martin Hieden wegen Handspiels das Spielfeld verlassen. Er ist aber gegen die Römer wieder mit von der Partie. Und auch Peter Stöger geht vom Spielfeld. Er wird in der 30. Spielminute ausgetauscht, und zwar für immer. Nach Kontroversen mit Trainer Dokkopil kehrt Peter Stöger Rapid den Rücken. Mit dem Rücken zur Wand steht Rapid nach dem Hinspiel gegen Lazio Rom. Nach einem schweren Fehler von Tormann Raimund Hedel geht Lazio durch Italiens Nationalspieler Casiraghi 1:0 in Führung.
Nach einem Stellungsfehler in der Abwehr Rapids fixiert Roberto Mancini den 2:0-Endstand für Lazio Rom und die damit denkbar schlechte Ausgangsposition für das Rückspiel. Die Erwartungen für das Spiel sind dementsprechend vorsichtig. Ich erwarte mir eine Rapid, die von Haus aus alles versucht, um das Spiel noch umzudrehen. Natürlich wissen wir, dass wir nur ganz geringe Chancen haben, aber Chancen gibt es immer. Und rote Karten für Rapid gibt es auch fast immer in einem Europacup-Spiel. Nach Handspiel ist Oliver Freund im Rückspiel genauso gesperrt wie Peter Schöttl und Markus Bürg. Die verletzten Hera, Vrene Wagner und Jovanovic fehlen ebenfalls. Und der im Europacup noch nicht spielberechtigte Arnold Vettel ist auch nicht dabei. Man wird also Chancen wie diese nützen müssen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Ernst Dokopil, was kann man denn nach dem 0:2 von Wien heute von Rapid erwarten? Was ist denn eigentlich noch drin? Ja, was ist noch drinnen, das weiß man nie im Vorhinein. Aber es ist natürlich so, wir wollen die Chancen, die geringen Chancen, die uns noch bleiben, versuchen zu nützen. Wir wollen einfach ein Spiel bieten, wo wir den Gegner alles abverlangen und was dann rauskommt, wird man sehen. Kommen wir zur Aufstellung. Nikola Jerkan, gestern hat so ausgesehen, als könnte er spielen. Kann er spielen? Ja, er kann spielen und er wird auch spielen. Gehen wir es chronologisch durch, von hinten nach vorne. Zunächst Tormann, ganz klar. Ja, wir spielen mit Hedl im Tor, mit, wie gesagt, Jerkan als Libero, dann mit zwei Innenverteidiger, mit Hidden und Ardajczyk auf die beiden Spitzen. Dann mit einem Fünfer-Mittelfeld mit Prosenik, Braun, Wagner, Zingler und Wimmer und zwei Sturmspitzen, Stumpf und Ipur. Wie erwarten Sie den Lazio, die Spielanlage des Gegners? Sie stehen fast schon mit beiden Beinen im Viertelfinale. Wie wird sich das auswirken? Was erwarten Sie? Ja, ich erwarte mir eigentlich, dass sie auch so spielen werden. Sie werden die Abwehr sichern, werden kein Risiko eingehen, werden versuchen, von hinten herauszuspielen. Und solange nichts passiert, sprich, dass wir ein Tor schießen, werden sie dieses Spiel beibehalten. Ernst Dokopil, danke für die letzte Stellungnahme. Ab in die Kabine noch zu den Spielern und viel Glück fürs Spiel. Ja, man ist optimistisch. Hier natürlich in Rom hat das Spiel eigentlich schon abgehakt. Das zeigen auch die Überschriften in den Gazetten. Da heißt es zum Beispiel, Lazio adesso prendi l'Europa. Also nach den Enttäuschungen in der Meisterschaft nimmt man jetzt Europa ein, will den Europacup. Aber dann gibt es auf Seite 1 noch eine andere Überschrift. Und da sieht man auch ein Foto von einem Mann, den Sie alle kennen. Michael Konsel, und den habe ich auch bei mir jetzt zum Interview. Michael, ist das ein gutes Gefühl, wenn einem eine ganze Stadt fast zu Füßen liegt? Ja, sicher ist es ein gutes Gefühl und ich freue mich natürlich riesig, dass mir der Start so gut geglückt ist in Italien und dass ich alle überzeugen konnte hier, weil sie doch alle sehr skeptisch waren am Anfang, weil sie einfach Österreich nicht beachten. Und ich glaube, ich habe ihnen doch zeigen können, dass man auch in Österreich sehr guten Fußball spielt und auch gute Leistungen in Österreich gebracht werden. Sie bekommen Woche für Woche Bestnoten verteilt in den italienischen Sportgazetten. Sind Sie noch stärker geworden, als Sie es bei Rapid waren, jetzt von sich aus betrachtet? Das ist so, ich werde natürlich hier in Italien noch viel mehr gefordert wie in der österreichischen Liga. Man kann ja jedes Meisterschaftsspiel eigentlich so sehen wie ein Europacup-Spiel oder wie ein Länderspiel. Es ist hier immer tolle Stimmung, volle Häuser und man bekommt es jede Woche mit Superstars zu tun. Und da wird man einfach gefordert und das war eigentlich immer schon eine Spezialität für mich. Kommen wir zum heutigen Spiel, Michael Konsel. Wir verfolgen natürlich auch das Geschehen rund um Lazio Rom. Die Mannschaft steckt in der Krise. Ist es so schlimm mit der Krise, dass Sie heute die kleine Chance auf ein Wunder für Rapid sehen? Ja, es war immer so. Wir waren mit Rapid sehr, wie ich noch bei Rapid gespielt habe, waren wir sehr, sehr oft eigentlich Außenseiter und wir haben im Europacup immer wieder überraschen können. Wie gesagt, die Italiener sind von sich aus, von der Einstellung her schon weiter. Und das ist ein zusätzliches Plus natürlich für die Rapid-Mannschaft. Darauf hoffen wir, auf dieses Plus. Michael Konsel wird auch gemeinsam mit Peter Elstner uns durch dieses Spiel begleiten. Und zu ihm, nämlich zu Peter Elstner, geben wir jetzt hinauf. Buonasera, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier aus dem Olympiastadion in Rom, das ja große Tradition hat. Gleich daneben die großen Sportstätten wie Tennisplätze, Schwimmstadion, wo auch schon Europameisterschaften und wie gesagt Olympische Spiele stattgefunden haben. Hier geht also Rapid an die Arbeit, muss man sagen. Die Mannschaft geht unter einem Vorzeichen ins Spiel. Sie kann eigentlich nichts verlieren, sie kann nur gewinnen nach der 0:2 Heimniederlage in Wien, wo zwei leider individuelle Fehler entschieden haben. Der Michi Konsel, der gerade unten war bei Christian Nehiba,
Der sitzt jetzt neben mir und der wird mir, wenn es interessant wird, ein bisschen beistehen in taktischer und sport- oder fußballtechnischer Hinsicht. Wir haben soeben jetzt erst die Aufstellungen bekommen. Beginnen wir gleich einmal bei der heimischen Mannschaft. Hier sehen Sie den Sektor der Lazio-Fans. In das Stadion hier gehen 83.000 Menschen hinein. Ungefähr 10.000 bis 12.000 sind einstweilen hier. Und vielleicht wären es noch mehr, wenn hier der Anpfiff ertönt. Rapid spielt also mit Hedl im Tor. Dann überraschend mit Jerkan, der erst vor 14 Tagen eine Arthroskopie hinter sich gebracht hat mit einer Meniskusverletzung als Libero. Dann die Mandecker Hieden und Radajcik. Und im Mittelfeld spielt dann die Mannschaft mit Prosenik, Zingler, Wagner, Wimmer. Und an der linken Seite, da fehlt ja Bürg, dort spielt Wimmer. Und im Sturm, Christian Stumpf und Ipur. Ich hoffe, wir bekommen auch dann die Mannschaftsaufstellungen eingeblendet von unseren italienischen Kollegen, die hier übertragen. Lazio Rom hat einige Schwierigkeiten. Mancini ist nach seiner gelb-roten Karte ja gesperrt. Wie überhaupt, in beiden Teams einige prominente Spieler fehlen. Und Lazio spielt mit Marchegiani im Tor, Pancaro, Nesta, Negra und dann auf der linken Seite mit Chamot. Und im Mittelfeld mit Fuser, Almeida, Markolin, Nedved, den tschechischen Auswahlstürmer. Und im Sturm mit zwei ganz berühmten Spielern, Kasiragi und Boksic, der ja beim Spiel in Wien nicht dabei war. Bei der Mannschaft von Lazio ist Jugovic verletzt. Auch Lopez kann nicht spielen, der ebenfalls angeschlagen ist. Und Mancini, der Stürmerstar, wie gesagt, ist gesperrt. Auch auf der Seite von Rapid gibt es einige entscheidende Ausfälle. Denn vier Spieler sind gesperrt, nämlich Bürg. Wo habe ich jetzt meine Unterlagen? Auch Freund ist nicht dabei, der ja eine gelb-rote Karte erhalten hat, und Peter Schöttl. Die Mannschaft von Trainer Eriksson, hier haben wir sie im Bild, ist der klare Favorit, das ist keine Frage. Und fragen wir mal schnell den Michi Konsel, wenn er da so die Bilder sieht, was erwartet jetzt die Rapid-Mannschaft in den ersten Minuten? Sie wird Lazio versuchen, so überfallsartig anzugreifen wie in Wien, oder wird man sagen, okay, schauen wir mal, was mit dem 2:0 im Rücken für uns passieren kann? Zuerst einmal schönen guten Abend, und ich sehe das Stadion jetzt einmal ganz von einer anderen Seite. Es ist leider Gottes sehr schlecht besucht. Aber ich glaube, Rapid sollte sich jetzt da am Platz überhaupt nicht verstecken. Und Lazio wird wahrscheinlich einmal probieren, dass sie Druck machen können und versuchen, ein Tor zu schießen. Und dann werden sie das Spiel eher locker angehen, wenn ihnen das gelingen sollte. Und da muss Rapid am Anfang sehr, sehr aufpassen. Wir haben auch kurz gesehen eine Einblendung, die uns der italienische Regisseur gezeigt hat. Den Sektor der Rapid-Anhänger, 500 bis 600 sind hier. Und da jetzt was ganz Interessantes. Rapid-Spieler haben auf dem Rasen aufgewärmt. Und hier haben wir Chamot, den argentinischen Legionär. Die italienischen Spieler wärmen unten in einer Aufwärmhalle auf. Müssen Sie das als Tormann auch machen? Muss ja unangenehm sein, auf dem festen Boden sich zu schmeißen, zum Beispiel? Es ist an und für sich in Italien so üblich, dass man in den Aufwärmhallen sich aufwärmt und nicht vorzeitig auf den Platz geht. Das hat zwei Gründe, dass man eben den Platz schont und dass man die Zuschauer nicht allzu heiß macht, weil sie sind sehr heißblütig hier in Italien und man will sie nicht zusätzlich provozieren. Und das ist natürlich für mich eine große Umstellung gewesen, jetzt in den Hallen aufzuwärmen, weil dort kann man wirklich nur Gymnastik machen und Sprintübungen, aber sich nicht jetzt Stormann-spezifisch aufzuwärmen. Hier haben wir groß eingeblendet Sven-Jörg Eriksson, den Trainer von Lazio Rom. Für Lazio geht es ja darum, die Mannschaft in der Meisterschaft nur an 9. Stelle. Hat zuletzt auch bei Juventus 1:2 verloren. Und der Trainer kommt in der Öffentlichkeit, man liest ja das in den großen Sportzeitungen wie Corriere dello Sport oder in der Gazzetta dello Sport, wird schon ein bisschen angegriffen. Und alle Zeitungen schreiben, Lazio, du musst den UEFA-Pokal gewinnen. Und ich glaube, der Eriksson steht heute doch ganz schön unter Druck. Ja, sicher. Lazio hat sehr viel investiert, hat an und für sich von den Namen her eine super Truppe eingekauft. Und alle haben sich erwartet, dass Lazio sicherlich um den Titel mitspielen wird.
und momentan liegen sie wirklich sehr, sehr schlecht in der Tabelle und da wird natürlich auch dann der Trainer sofort angegriffen. Ja, der hat auch Schwierigkeiten mit einem der Stürmerstars, den er partout nicht aufstellen will, nämlich Giuseppe Signore, der soll auch weggehen wollen. Ja, der Signore, der ist schon bei Sampdoria. Das ist natürlich, hat natürlich für besondere Unruhe bei Lazio gesorgt. Er war jahrelang Torschützenkönig bei Lazio, der Liebling der Fans, Kapitän der Mannschaft und das war natürlich zusätzlich Unruhe. Und das also ist dort hin zurückgekehrt, wo er hergekommen ist, der Signore. Er hat auch Inter gespielt, einer der markanten Teamstürmer hier in Italien. Ja, wie gesagt, er war immer einer der herausragenden Spieler von Lazio, der Liebling der Fans. Und so, dadurch da, die Unruhe. Michi, da haben wir schon die Rapidler, unter ihnen auch Samuel Ipur. Ein Wort zum Schiedsrichter. Herr Wojcik kommt aus Polen, ist ein Manager, 41 Jahre alt und hat zuletzt in der Champions League Göteborg gegen Real Madrid geleitet, wobei die Schweden da gewonnen haben. Hier also die Aufstellung von Lazio. Wobei die Viererabwehrreihe mit Pancoro, Negro, Nesta und Chamot gebildet ist. Das Mittelfeld mit Fuser, Almeida, Markolin und Nedved und wie gesagt die Sturmspitzen Kasiragi und Boksic. Und auf diese Sturmspitzen, das hat das Spiel in Wien gezeigt, da wird man höllisch aufpassen müssen. Das Spielfeld, Michi, ich habe es bei Ihrem Spiel gesehen am Sonntag, das scheint ein bisschen holprig. Das ist mir schon aufgefallen, wie ihr hier 3:0 gewonnen habt gegen Atalanta. Ja, da viel Sand scheint auch drinnen zu sein. Ja, es war so, dass es in den letzten Tagen sehr, sehr viel geregnet hat und der wird sehr beansprucht, der Platz. Und da haben sie sehr, sehr viel Sand hineingeschüttet und dadurch ist der Platz sehr unruhig und sehr schlecht geworden. Also sehr, sehr, sehr schwer zu spielen. Da haben wir kurz einen Ihrer Konkurrenten im Bild gehabt, Luca Marchegiani. Was ist das für ein Keeper aus Ihrer Sicht? Hälfte an, 0:0 steht es ja nach 45 Minuten. Rapid hat überaus vorsichtig begonnen gegen diesen starken Gegner Lazio. Das ist Boksic mit der ersten Möglichkeit und da rettet Ratajczyk vor Kasiragi, der schon hinten gelauert hatte. Rapid kommt in dieser Anfangsphase einige Male in Schwierigkeiten. Foul von Zingler gegen Nedved. Er ist einer der auffallendsten Spieler bei den Römern und ein guter Schuss von Nedved, aber doch am Tor vorbei. Raimund Hedel, der Unglücksrabe des ersten Spiels, vermag sich dann gegen Fuser auszuzeichnen. Großartige Rettungsaktion des Rapid-Torhüters. Fußabwehr und damit den Führungstreffer für Lazio vereitelt. Die nächste Möglichkeit für Boksic. Und der überspielt zwar Hedel, läuft dann aber mit dem Ball ins Tor out. Die beste Aktion von Rapid geht von Prosenik aus. Ipua und dann Wagner. Aber ein Schuss auf den ersten Rang des Olympiastadions. Und zum Abschluss noch eine große Möglichkeit für Lazio durch den aufgerückten Verteidiger Panchero. Und wieder eine sehr gute Reaktion von Raimund Hedel. Ja. Ja, erneut Buonasera hier aus dem Olympiastadion. Sie sehen hier eingeblendet in dieser großen Totalen den Sektor der Lazio-Fans. Es ist die Kurva Nord auf der Kurva Sud. Da stehen die Anhänger von Michael Konsel, die Anhänger von AS Roma. Der Michi Konsel, der war jetzt bei Radio Monte Carlo und bei den italienischen Kollegen. Sein Präsident, sein ehemaliger, der Günther Kaltenbrunner, war gestern eingeladen bei Dino Zoff. Es hat ein Diner bis weit nach Mitternacht gegeben, auf typisch italienische Art. Der Dino Zoff hat selbst serviert, italienische Fleischspezialitäten. Sehr gastfreundlich ist man hier schon, Michael, oder? Ja, für das sind die Italiener bekannt und ich merke es ganz besonders. Natürlich, die Fußballer hier in Italien haben einen riesen Stellenwert und
und man wird überall sehr herzlich empfangen und es ist wirklich jeder einzelne Fan hier sehr nett und sehr lieb und man wird fast überall eingeladen und wird sehr herzlich aufgenommen. Sie waren jetzt bei Kollegen von Radio Monte Carlo und anderen italienischen Fernsehstationen, um Pauseninterviews zu geben. Was wollen denn so die italienischen Kollegen wissen? Was sagen sie zum Spiel? Das wäre auch aus unserer Sicht interessant, einmal, was die meinen. Ja, die meisten fragen natürlich, kann Rapid nicht mehr oder warum riskiert Rapid nicht mehr, weil Rapid muss ja zwei Tore aufholen und es versteht keiner, warum Rapid nicht mehr riskiert. Ne? Ja, das fragen wir uns hier auch. Man tut sich da als Kommentator schwer, sagt man, sie bringen nichts zusammen, sagen die zu aus, man verknofelt die ganze Situation. Aber ein bisschen was, Sie haben es ja angedeutet, sollte Rapid in der zweiten Hälfte doch riskieren. Vielleicht hat man wirklich auch nur gewartet, wie es läuft, um vielleicht Lazio ein bisschen aus der Reserve locken kann. Ja, sicher. Also für mich macht Rapid einen sehr guten Eindruck. Nur, wie gesagt, sie müssten einfach mehr riskieren. Sie stehen hinten sehr gut, sie sind in der Abwehr sehr kompakt, sie sind überhaupt nicht nervös und machen kaum Fehler und deswegen, glaube ich, sollten die Offensivspieler sich schon mehr trauen, weil sie kennen sie. Man sieht ja, dass sie technisch das Zeug dazu haben. Das Mittelfeld holt sich viele Bälle, spielt auch gut heraus bis 20 Meter von anderen 16er und dann versanden die entscheidenden Passes und die Sturmspitzen können eigentlich nicht so eingesetzt werden, wie man es normalerweise von Rapid gewohnt ist. Ja, die Stürmer sind sicherlich die Ärmsten. Die hängen in der Luft. Die sind sicher die Ärmsten, die sind angewiesen auf die Mittelfeldspieler oder auf die weiten Pässe oder dass eben Druck kommt von den hinteren Reihen und das passiert eben nicht. Rapid macht, hat das Notwendigste gemacht eigentlich. Sie spielen hier wie wenn sie führen würden und ist auch nichts dagegen zu sagen. Ich meine, es sind jetzt noch 45 Minuten und jetzt kann man auch immer alles riskieren. Ich sehe, dass da unten der Theo Grünner die lange Trainingshose ausgezogen hat und sich aufgewärmt hat. Ob er ins Spiel kommt, jetzt gleich nach Seitenwechsel, werden wir sehen, wenn beide Mannschaften rauskommen. Bei den Italienern ist alles beim Alten, da spielt die Stammformation aus der ersten Hälfte, soweit ich das von hier her oben erkennen kann. Und bei Rapid auch nur der Theo Grüner, der wärmt da schon an der Seitenlinie. Rechts ist die Rapidbank, das haben Sie hier im Bild, der wärmt da schon an der Seitenlinie auf. Möglicherweise gibt es dann einen Wechsel im eben vorerst angesprochenen Rapid-Mittelfeld, wo man sich eigentlich mehr Impuls und ein bisschen mehr Risiko erwarten würde. Es kann natürlich eins sein, wir dürfen jetzt träumen. Wenn Rapid ein Tor schießt und dann ein zweites, dann wird es schwer in den restlichen verbleibenden Minuten für Lazio. Aber das sind Wunschträume. Wir wollen hier doch realistisch bleiben. Und damit der Schlusspfiff des Schiedsrichters aus Polen, Wojciech. Ich bedanke mich bei Michi Konsel, wünsche ihm viel Glück für die Zukunft. Hoffe, Sie haben ähnlich positive Schlagzeilen jetzt auswärts gegen Inter wie heute. Und wir verabschieden uns hier aus dem Olympiastadion. Rapid verliert nach einem Treffer des eingetauschten Venturin 0:1. Buonasera, buonanotte. Michi, danke nochmal. Grazie mille. Ciao. Jubel bei Lazio Rom. Man freut sich aber nicht nur über den Aufstieg ins Viertelfinale des UEFA Cups, sondern auch über die Tatsache, dass er ohne großen Aufwand gelungen ist. Wir hatten nicht die Möglichkeit, heute den Gegner auszuspielen. Sie sind sehr gut gestanden, sie haben 2:0 geführt, sie haben nichts riskiert, haben keine Räume gelassen und da ist es einfach schwer.
Schwer ja, aber zumindest probieren hätte man es doch können. Sammy Ipuas rückpassartiger Schuss war die größte Chance Rapids im ganzen Spiel. Ipua war im Vergleich zu Stumpf der gefährlichere Stürmer, soweit man von gefährlich sprechen kann. Doch am Sturm hat es nicht gelegen. Zu ideenlos agiert das Mittelfeld. Zu groß ist der Respekt vor dem Gegner. Zu selten gelingen Vorstöße wie dieser. Und wenn, werden sie so armselig genutzt wie hier. Rapid hat an diesem Abend ein Ideenlieferant für die Offensive gefehlt. Ein Ersatz für Peter Stöger. Michael Wagner war es jedenfalls nicht. Genauso schwach wie das Mittelfeld war, so stark war die Abwehr. Libori Jerkan und die Manndecker Hieden und Radajczyk waren zur Stelle, wenn das Mittelfeld gepatzt hat. Aber eine gute Abwehr ist zu wenig, will man ein 0:2 aufholen. Da wäre zum Beispiel auch mehr Bereitschaft zum Risiko gefragt. Im Nachhinein kann man das sagen, aber im Grunde weiß man, dass Lazio sehr gut kontern kann. Und wenn wir da zu zeitlich was riskiert hätten, da hätte man natürlich das eine oder andere Kontertor bekommen können. Wir wollten aus einer sicheren Abwehr spielen, so lange wie möglich zu Null. Das ist uns gelungen, aber im Endeffekt ist nichts herausgekommen. Herausgekommen, ja sogar herausgelaufen ist Raimund Hedl bei dieser Szene. Er war gestern bester Rapidler und hat sich so für den schweren Fehler von Wien rehabilitiert. Auch bei der besten Chance Lazios in der ersten Halbzeit hat Hedl die richtige Antwort. Die Antwort nach dem Spiel ist ein Traum von einem anderen Spielverlauf. Mit einem richtigen Spielverlauf hätten wir vielleicht 1:0 geführt und dann hätten die Italiener vielleicht nervös werden können, aber wir sind nicht in die Nähe von einem Tor gekommen, vom gegnerischen. Hinten haben wir auch relativ lange 2:0 gespielt, aber gut 5 Minuten vor Schluss dann, wo wir etwas mehr riskiert haben, haben wir dann das Tor bekommen. Und zwar ein sehr schönes. Nach Fersenvorlage durch Italiens Nationalspieler Caseraghi erzielt der 3 Minuten zuvor eingewechselte Venturin das 1:0 in der 86. Minute. Und weil es die einzige schöne Szene im gesamten Spiel war, wiederholen wir sie einmal. Und noch einmal. Lazio-Trainer Eriksen kann mit seiner Mannschaft zufrieden sein und sogar der Rapid-Trainer ist nicht unzufrieden. Die Mannschaft hat gegeben, was sie hatte. Natürlich muss man rechnen, doch die Ausfälle, die wir hatten, aber im Grunde genommen muss man mit der Mannschaft zufrieden sein und ich möchte ihnen sogar gratulieren, wie sie gekämpft haben. Lazio schlägt Rapid 1:0, Gesamtscore 3:0 für die Römer. Lazio steigt auf, Rapid scheidet aus. Beide sind zufrieden. Fußballherz, was willst du mit? Kommando übernehmen. Und dieser Feldherr ist heute auch unser Interviewpartner. Freuen Sie sich jetzt also auf ein ausführliches Gespräch mit Trainer Ernst Dokkobil. Fühle mich sehr geehrt, freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben für uns, Trainer Ernst Dokkobil. Zuerst einmal herzliche Gratulation zu Ihren fulminanten Erfolgen in letzter Zeit. Es war ja nicht wirklich einfach, auch aufgrund der reduzierten Spielerstärke, die da war, aufgrund der vielen Verletzungen. Ja, es ist schon so, dass wir einige Probleme hatten im heurigen Herbst. Es war so, dass wir zu Beginn neue Spieler in die Mannschaft integrieren mussten. Dann hat die Mannschaft schon eine Zeit lang recht gut gespielt. Dann kam die Verletzungsserie, die wir eigentlich immer noch haben. Aber mittlerweile haben wir wieder eine Mannschaft gefunden, die hungrig auf Erfolge ist und die auch Erfolge einfährt. Herr Dokkobil, Sie wirken unglaublich ruhig. Auch wenn man sie beobachtet, wenn man im Stadion steht und sie beobachtet während einem Match, auch selbst bei einem Match, das verloren geht, wo man sich denkt, na, da geht aber viel schief, so kann der Trainer das nicht gemeint haben. Sind Sie generell ein ruhiger Mensch? Ja, ich bin generell ein ruhiger Mensch und es ist so, dass mich kaum etwas aus der Fassung bringt. Also das ist schon, kann mich eigentlich nicht erinnern, jemals ausgerastet zu haben. Ich bin schon so, dass ich zuerst nachdenke, bevor ich etwas tue und ich bin eher so, auch meine Frau sagt, mit mir kann man nicht streiten, ich bin so. Wie reagieren Sie denn zum Beispiel in einem Verkehrsstau? Oh, ganz relaxed. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn ein anderer Autofahrer mich schimpft, dass man das Gaumenzapferl bei ihm sieht. Ich schaue ihm einfach an, es erzeugt keine Erregung bei mir und ein Stau überhaupt nicht. Die einzige Erregung gibt es bei Spielen, die so ablaufen wie 1860 München gegen Rapid. Da wird dann sogar nachher im Interview gesagt, Fußball ist ein Scheißspiel. Da merkt man dann schon, dass sehr viele Emotionen dabei sind. Ne?
Ja, es ist natürlich so, wir waren schon am Boden, wir waren fast ausgeschieden. Es war, der Gegner hat irrsinnig Druck erzeugt, zwei Spieler von uns ausgeschlossen, zwei Mann weniger. Man sieht fast kein Land mehr, nur mehr das eine, das müssen wir jetzt verteidigen. Und dann kommt das erlösende Tor und man weiß, der Gegner muss 5 Tore schießen, dass man ausscheidet und weiß, der kann es nicht mehr schaffen. Und das ist ein Wechsel der Gefühle, der unglaublich ist. Also diese Emotionen, die empfinde ich eigentlich beinahe nur im Fußball. Wenn wir uns da kurz erinnern, da war es ja so, 1860 München hätte noch 3 Tore schießen müssen und hat in dieser Zeit 3-mal die Stange getroffen. Und dann war ein kurzer Zwischenschnitt auf Sie und Sie haben, glaube ich, herzlich gelacht. Ja, es ist so, für mich war zu diesem Zeitpunkt klar, Sie können es nicht mehr schaffen. Und wie das dann eben so zur Bestätigung ist, der Gegner schießt dann statt ins Tor an die Stange. Und da habe ich einfach lachen müssen. Ich habe einfach sind hier, sage ich jetzt einmal, mein Innerstes frei geworden, denn ich war felsenfest überzeugt, wir sind weiter, die können tun und lassen, was sie wollen. Wie weit schlägt sich denn das Trainerdasein auf ihr Privatleben nieder? Ja, es ist so, dass für mich das Trainerdasein im Privatleben eigentlich keine Rolle spielt. Meine Gattin geht auch nicht auf den Fußballplatz, aber es ist so, es wird natürlich durch die Umwelt sehr wohl ins Privatleben hineingetragen. Auch meine Frau liest Zeitungen, wird überall darauf hineingesprochen, was bei Rapid los ist und sie leidet eigentlich darunter, während es bei mir nicht so ist. Wenn Sie zu Hause sind, versuchen Sie dann Fußball komplett auszuklammern? Ja, ich versuche es, geht natürlich nicht, weil ich auch meine Hausaufgaben habe zu Hause, die ich erledigen muss. Aber es ist so, dass wir, meine Gattin und ich, speziell über Fußball eigentlich nicht sprechen. Was sind denn so die Hausaufgaben eines Trainers? Ja, die Hausaufgaben sind diese, also erst einmal das Training zu überdenken, Trainingsprogramme zu erstellen, Videoanalysen des Gegners, Video anschauen über die Spieler, die einen angeboten werden, schauen, wo der Spieler wie oft gespielt hat und diese Dinge, die muss man zu Hause erledigen, aber die Hauptaufgabe ist eigentlich Vorbereitung aufs nächste Match und das erfolgt zu Hause. Ist es so mittlerweile, Sie sagen, Spieler anschauen, die einem angeboten werden, hat heutzutage schon jeder Spieler einen eigenen Manager oder gibt es Manager, die mehrere Spieler sozusagen unter Vertrag, unter ihren Fittichen haben und dann von Trainer zu Trainer laufen? Ja, es ist so, denn es werden ja in ganz Europa sind die Manager offensichtlich schon vernetzt miteinander. Sie schicken ihre Videokassetten an die Partner in den anderen Ländern. Wenn dann die wieder bieten, sie die an die Vereine an. Wenn dann irgendwo einer interessant ist, dann muss er natürlich näher beobachtet werden, näher in Erwägung gezogen werden. Und das geht in erster Linie mit dem Video und in zweiter Linie dann selbst anschauen. Werden Ihnen Spieler einfach wahllos angeboten oder nur aufgrund von Ihnen gestellten Forderungen? Wir brauchen jetzt noch einen Tormann, einen Verteidiger und dann kommen die Videos. Ja, das ist sowohl als auch. Das geht in beide Richtungen. Wenn wir einen Spieler für eine gewisse Position suchen, dann ist es so auch so, dass Manager ganz Europa tätig sind und schauen, in welchen Ländern gibt es solche Spieler, die bieten ihn dann an oder eben umgekehrt, dass sie einfach glauben, sie haben gute Spieler und bieten sie so an. Die scheiden aber zumeist aus. Mich würde interessieren, wie leben Sie denn eigentlich privat? Legen Sie mehr Wert auf Gemütlichkeit oder versuchen Sie mehr ein schönes Wohnen zu haben? Naja, ich lebe zu Hause, ich lebe in einem 100 Jahre alten Bauernhaus und das sagt vielleicht schon einiges über meinen Lebensstil aus. Ich möchte natürlich schön und gemütlich wohnen zu Hause und habe mir in meinem Haus eigentlich meinen Wohntraum erfüllt, denn ich fühle mich nirgends so wohl wie zu Hause. 100 Jahre altes Bauernhaus klingt nach viel Natur, nach viel Freiraum, nach Ruhe. Ja, ganz genau so ist es. Haben Sie Haustiere? Ja, ich habe 2 Hunde, die mich den ganzen Tag, wenn ich zu Hause bin, begleiten und
glaube, wir haben sogar Spaß miteinander. Es ist wirklich nett mit den Tieren und auch die, glaube ich, fühlen sich wohl. Da sieht man eigentlich, dass sie beide wohl genährt und zufrieden sind. Beide freundliche Hunde. Also keine Wachhunde an der Kette? Nein, das sind sie nicht, obwohl sie ganz schön Wirbel machen können, wenn jemand bei der Türe ist, was aber nicht so oft vorkommt, weil ich zur Straße hin eine 4 Meter hohe Mauer habe, einen Innenhof, der uneinsehbar ist und es eigentlich so ist, dass ich, wenn ich durch diese Türe durchgehe, wirklich in eine andere Welt komme. Sie sagen, durch diese Türe durchgehen in eine andere Welt. Vermeiden Sie private Kontakte mit den Spielern jetzt speziell bei Ihnen zu Hause oder geben Sie schon manchmal so kleine Feste? Ja, mit den Spielern eher weniger. Es war zwar schon der Fall, als wir in Unterwaltersdorf gespielt haben, waren alle bei mir eingeladen. Ansonsten mit meinem Betreuerteam treffe ich mich natürlich öfter bei mir zu Hause, aber auch mit Freunden und so habe ich es ganz gern, wenn sie zu mir kommen, wenn ich nicht fortgehen muss von zu Hause. Könnten Sie uns vielleicht Ihr Betreuerteam kurz vorstellen? Ja, mein Betreuerteam besteht aus meinem Co-Trainer und Tormann-Trainer Herbert Feurer, aus meinem Konditionstrainer Hans Meyer, aus unserem Vereinsarzt Dr. Luckscheider. Also das ist der Kern des Betreuerteams. Dann kommt noch der Johnny Ramhab, unser Zeugwart, und unsere zwei Wolferl, die Masseure, dazu. Und das ist mein Team, mit dem ich hier am engsten zusammenarbeite. Und wie läuft diese Zusammenarbeit? Ja, das ist eigentlich eine, wie soll man sagen, eine partnerschaftliche. Also es kann jeder seine Ideen und Vorstellungen einbringen. Wir besprechen es miteinander und entschließen uns dann für eine gemeinsame Lösung. Und wenn es halt einmal nicht so ist, dann entscheide halt ich. Herbert Feurer ist auch der Tormann-Trainer. Jetzt gab es zu Beginn der Saison den ziemlich schnellen, beinahe überraschenden Weggang von Michael Konsel. Und eingesprungen ist dann der noch sehr junge, damals relativ unerfahrene Raimund Hedl. Inwiefern verlassen Sie sich da auf Funke Feurer allein oder entscheiden Sie da schon auch mit, was den Tormann betrifft? Na, es ist so, dass der Herbert Feurer in diesen Dingen völlig freie Hand hat. Denn er ist der Spezialist bei den Torleuten. Er hat mir gesagt, der Raimund verdient seine Chance, der kann es schaffen, der wird es schaffen. Er war überzeugt von ihm. Er hat auch den zweiten Tormann mit dem Koch geholt. Auch hier hat er eine gute Lösung gefunden. Und es ist schon so, dass er derjenige ist, der in Tormann-Fragen das Sagen hat. Und ich verlasse mich eigentlich auf ihn. Und wie man sieht, hatten sich ja beide recht, ne? Ja, so ist es, denn ich muss immer das sagen, was ich zum Herbert Feurer sage. Ich kenne mich mit Leuten nicht aus, die im Sommer Handschuhe tragen. Da kann sich er besser damit identifizieren. Sind Sie ein Trainer, der viele Einzelgespräche führt? Wenn es erforderlich ist. Es ist nicht unbedingt so, dass es ständig Einzelgespräche gibt, das ist es nicht. Aber wenn etwas aus der Norm geht, dann ist sehr oft ein Einzelgespräch erforderlich. Ansonsten nicht so, denn man hat Mannschaftsbesprechungen und trainiert mit der Mannschaft. Wenn es nur eine Kleinigkeit ist, geht das so nebenher in der Mannschaftssitzung und wenn es größere Dinge gibt, dann muss man es natürlich in Einzelgesprächen machen. Ja, meine Damen und Herren, das war der erste Teil des Gesprächs mit Trainer Ernst Dokobil. Er hat uns viel zu erzählen, viel Privates und auch viel Berufliches. Was er demnächst noch alles zu sagen hat, das werden Sie sehen. Wieder bei Reden wir über Rapid. Ich vertschüss mich jetzt, weil ich trainiere ein bisschen nicht. Singer. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Reden wir über Rapid. Heute sind Sie bei einer Premiere dabei. Noch nie hatten wir von Reden wir über Rapid eine Fortsetzung. Jetzt haben wir uns aber letzte Woche mit Trainer Dokobil unterhalten und der hat uns so viel Amüsantes und auch Interessantes zu erzählen, dass wir daraus gleich noch eine Fortsetzung gemacht haben. Jetzt habe ich aber genug geredet. Ich würde sagen, schauen wir, was uns noch zu erzählen hat. Viel Vergnügen.
Wenn ich mir den Posten eines Trainers vorstelle, dann denke ich da an Verantwortungen zum Beispiel gegenüber einzelner Spieler. Sie sind verantwortlich, in Einzelgesprächen dafür zu sorgen, dass Spieler, die vielleicht ein bisschen am Boden sind, wieder zur Form zurückfinden. Sie müssen ein Bindeglied sein zwischen Präsidium und der Mannschaft. Sie sind die Identifikationsfigur für die Fans. Wenn etwas nicht klappt, heißt es Trainer, Kopf weg. Sie müssen die Stimmung der Mannschaft bestimmen, die Taktik. Wenn jemand ausgetauscht wird, ist er beleidigt. Wenn jemand nicht eingewechselt wird, ist er beleidigt. Sie sind ja auch ein großer Wirtschaftsfaktor, weil wenn Sie versagen, versagt die Mannschaft, dann kommen keine Leute ins Stadion, gibt es kein Geld, Fanartikel werden nicht verkauft. Wie gehen Sie damit um? Naja, es ist so, die Verantwortung ist natürlich groß und es ist auch ihr viel Arbeit und viel Kleinarbeit und es ist schon natürlich so, dass jeder Spieler sein persönliches Schicksal in den Vordergrund stellt. Es stimmt auch so, dass die Resultate auch dann am Trainer gemessen werden, wenn er gar nichts dafür kann. Es ist von der Verantwortung her natürlich so, dass man jedem gegenüber verpflichtet ist und im Endeffekt oft alleine dasteht. Das ist so, aber der Trainerjob gibt andererseits auch sehr viel zurück. Also man kriegt jeden Erfolg, den man hat, in vergrößerter Form zurück. Also es wird immer überzeichnet, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Mir persönlich wäre es lieber, wenn der Trainer einfach da wäre und jeder würde nur die Mannschaft und den Verein sehen und den Trainer halt als Angestellten und nicht als Hauptverantwortlichen für all dies, was passiert. Denn im Endeffekt entscheiden gute Spieler die Matches. Der Trainer ist ja nur in Einzelfällen manchmal derjenige, der ein Spiel entscheiden kann durch gute Taktik. Aber im Grunde entscheidet die Klasse der Spieler über Siege. Da braucht der Trainer sehr oft nichts tun, nur die Mannschaft vorbereiten für das Spiel. Und so sehe ich es auch. Ich sehe mich nicht so, als 80% der Erfolge gehören mir, ein Teil gehört mir, aber wahrscheinlich wird der Trainer überall überschätzt. Sie sagen, Sie würden sich wünschen, dass man den Trainer mehr nur als Angestellten sieht, als einen Teil des großen Blocks Mannschaft oder des großen Blocks Verein. Haben Sie noch Wünsche, den Fußball betreffend, zum Beispiel Regeländerungen? Naja, in dieser Richtung schwebt mir eigentlich nichts vor, denn ich glaube, man sollte einen Fußball, der jetzt gut 100 Jahre hat, noch ein bisschen mehr besteht, nicht zu viel mit Regeländerungen belasten, denn so wie er ist, wird er akzeptiert. Mein Wunschdenken wäre, wenn man jetzt, wenn der Fan, der, also bei uns haben Umfragen ergeben, dass es ca. 300.000 Rapid-Sympathisanten und Anhänger gibt, wenn sich die näher zum Verein binden würden, wenn sie Mitglieder wären und solche Dinge, dann könnte unser Verein in Europa mitsprechen. Dann könnten, wenn wir diese Mitgliedschaft hätten und ich sage es jetzt einmal, jeder gibt 100 Schilling oder so etwas her, das wäre ein Wirtschaftsfaktor, der uns unheimlich helfen würde. Und das, was in Spanien oder in Italien eigentlich gang und gäbe ist, wenn wir das auf Österreich übertragen könnten, dann ginge es dem gesamten Fußball viel besser. Wir würden mehr erreichen, denn ein Gesetz kann auch der Fußball nicht umgehen. Dort, wo das meiste Geld ist, dort sind die Besten. So ist es im Fußball. Jetzt habe ich noch eine Frage zu sozusagen negativen Aspekten des Fußballs. Bei Rapid spielt Jaime Ipua, der hier mit teilweise faschistoiden Äußerungen des Publikums bedacht wird. Uns hat man immer gesagt, das ist er nicht gewöhnt, weil in Italien gibt es so etwas zum Beispiel nicht. Man sieht es aber doch auch bei großen Fernsehübertragungen immer wieder, dass es so etwas gibt. Versuchen Sie da irgendwie auch darauf einzuwirken, in, weiß ich nicht, Sitzungen mit Fanclubs das Thema anzusprechen? Ja, wir können es nur bei unseren Fanclubs machen und in dieser Richtung haben wir es gemacht. Also, denn man sieht, unsere Fans sind vorbildlich. Es gibt kaum mehr Äußerungen, rassistische sowieso nicht. Und auch ansonsten
ist es ein Anliegen von mir, dass man einfach den Gegner in Ruhe lässt und nur die eigene Mannschaft unterstützt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Semih Buhr, glaube ich, keine rassistischen Äußerungen sind, die da gegen ihn gemacht werden, sondern das sind einfach Äußerungen, die gegen die Reizfigur des Gegners immer wieder gemacht werden. Also man weiß das von Andi Ogritz zum Beispiel, der ähnlich beschimpft wurde wie der Semih, der nicht schwarz ist. Und das passiert immer gegen einen Spieler, der eben eine Reizfigur ist, so wie es der Didi Kübauer war zum Beispiel, wurde überall beschimpft, oder der Stöger in Tirol oder bei der Austria. Es ist so, dass sogar in Israel die ja besonders sensibel auf rassistische Äußerungen sind, dass Semih Buhr mit U-U-U-Rufen begrüßt wurde. Also es geht, glaube ich, nicht in diese Richtung. Es geht einfach darum, den Gegner irgendwie zu hänseln oder herabzusetzen. Das will man eigentlich damit erreichen. Und natürlich ist es saublöd. Und wir versuchen immer, oder ich versuche, unsere Fans sollen unsere Mannschaft unterstützen und den Gegner eigentlich nicht beachten. Das wäre etwas, was mir am Herzen liegen würde. Wie war denn das in der Zeit, in der Sie noch aktiv Fußball gespielt haben? Ähnlich? Ja, natürlich. Es ist immer so, zu meiner Zeit, als ich bei Rapid gespielt habe, war der Hans Krankl mein Nebenspieler. Und der war auch nicht überall der Publikumsliebling. Oder der Gustl Starek, der mit mir gespielt hat, wo man ja weiß, dass der die Leute über die Zäune geklettert sind, wenn sie ihn gesehen haben, vor Zorn. Also es ist schon so, dass ich das wahrscheinlich zum Fußball irgendwo dazugehört. Sie waren nie eine besondere Figur, die im Schmäh Rampenlicht gestanden ist. Ah, nein, so gut war ich nicht. Es ist natürlich so, dass ich war eher eine Reizfigur für die eigenen Anhänger, wenn ich zu wenig gelaufen bin. Dann sind sie auf mich losgegangen. Was ist denn so generell aus Ihrer Sicht jetzt der Unterschied zwischen dem Fußball, der damals gespielt wurde, als Sie noch aktiv waren, und dem Fußball, der heute gespielt wird? Ja, in erster Linie ist es, die Spieler sind athletischer geworden. Es wird ein viel höheres Tempo gespielt und es hat sich in erster Linie das Abwehrverhalten perfektioniert. Also es ist so, dass durch das Reingrätschen, Reinrutschen, das enge Decken eigentlich ein ganz anderer Fußball jetzt geboten wird wie früher. Früher hat die angreifende Mannschaft mehr Rechte gehabt und jetzt ist es so, dass die Verteidiger auf den Stürmern draufhängen, dass sie kaum mehr Bewegungsfreiheit haben. Das hohe Tempo zusätzlich, die Technik ist bei dem hohen Tempo viel schwerer und es ist auch sehr oft so, dass durch das hohe Tempo technische Fehler unterlaufen. Überhaupt hat es so den Eindruck, dass die Fußballfelder zu klein für 11 Mann geworden sind. Es wäre wahrscheinlich sogar besser, mit der heutigen Athletik und der Technik mit weniger Spielern zu spielen. Wie ist das Verhältnis Mannschaft-Trainer? Gibt es da auch Unterschiede? Ja, natürlich. Gegenüber früher zum Beispiel, meine ich? Ja, gegenüber früher würde ich nicht sagen, dass es unterschiedlich gibt. Es hat zu jeder Zeit Trainer gegeben, die autoritär waren. Es hat zu jeder Zeit kollegiale Trainer gegeben. Die Führungsstile sind gleich geblieben, da hat sich kaum etwas geändert. Also kein genereller Wechsel, dass man sagt, Trainer müssen heute viel mehr können oder viel psychologischer sein, weil sie mehr Einzelgespräche haben? Ja, vom Können her ist sicher mehr erforderlich. Psychologie war immer schon wichtig, das hat es damals und heute gegeben. Jetzt ist sicher mehr Fachwissen erforderlich, denn es geht, die Trainingslehre geht sehr viel in medizinische Bereiche. Das fließt immer mehr ein in den Fußball. Der Konditionstrainer wird immer wichtiger und auch der Arzt, der sehr wohl da einiges bewirken kann, vor allem im Regenerationsbereich. Da ist es schon wichtig, kräftig zu unterstützen, denn der Spielplan in Österreich ist Wahnsinn für Fußball, denn alle 3 Tage ein Spiel, das ist kaum zu verkraften ohne regenerative Maßnahmen. Und da muss auch der Trainer wesentlich mehr wissen als früher von diesen Dingen. Jetzt geht's bald ab in die Halle. Gibt es da eine spezielle Vorbereitung? Ja, es ist so, dass wir bei Rapid
nicht mehr in der Lage sind, eine spezielle Vorbereitung für die Halle zu machen. Während andere Vereine alle Turniere spielen, müssen wir in dieser Zeit in den wohlverdienten Urlaub gehen. Und erst, so wie es im Vorjahr war, nachdem die Stadthalle aufsperrt, 3 Tage oder 4 Tage in der Halle trainieren und das und dann das Turnier spielen, aber ich bin bisher mit dieser Vorbereitung sehr gut gefahren. Wir haben es 2-mal gewonnen und waren 1-mal Dritter. Also dürfte die gar nicht so schlecht sein und die vielen Turniere vorher spielen auch nicht so viel bringen. Eine abschließende Frage noch. Trainer Dokopil, was wünschen Sie sich ganz persönlich für Ihre Zukunft? Ja, Gesundheit in erster Linie und mein Leben so weiterführen mit meiner Frau, so wie ich es bisher gemacht habe, dann bin ich schon zufrieden. Wir wünschen Ihnen, dass all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und danken für das Interview. So, meine Damen und Herren, das war's wieder mal. Wir, das heißt das Team rund um Reden wir über Rapid, halten Trainer Dokopil natürlich die Daumen, möge er in der Hallensaison erfolgreich sein. Und ich sage auf Wiederschauen, eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Die Sendung ja eigentlich heißen Reden wir über Rapid Amateure. Rapid Amateure, das ist eine Mannschaft von jungen, ehrgeizigen Spielern, die sich auf eine Profikarriere vorbereiten. Einige von ihnen konnten bereits Erfahrung mit der Kampfmannschaft sammeln. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen. Ich würde die Rapid Amateure Red Star als einen Art Satellitenclub bezeichnen, so wie es die Wiener Austria schon seit Jahren mit Brotter Memphis macht. Sagen wir so, das sind Spieler, die an und für sich Rapid kehren und quasi über, mit der Nachwuchsförderung an die Kampfmannschaft herangeführt werden sollen. Und also von Hobbytruppen kann da eigentlich kaum die Rede sein. Wir spielen Meisterschaft. Und da geht es ganz schön hart auf hart. Es gibt jetzt einige junge Spieler, die schon in der Kampfmannschaft gespielt haben. Zwar nur 2-mal, aber doch immerhin. Merken Sie bei denen durch dieses 2-malige Auftreten in der Kampfmannschaft schon einen Reifungsprozess? Na, dazu ist die Zeit viel zu kurz gewesen, aber in Abständen kurz nach dem Spiel oder wenn sie mit der ersten Mannschaft mittrainiert haben, merkt man schon eine gewisse Veränderung in ihrer ganzen Handlungsweise. Sie haben dann kurz eigentlich die Momente, wo sie sehr auf professionelle Dinge schon eingehen, aber das sind im Großen und Ganzen auch diese Spieler, die bei mir in der Mannschaft wenig Probleme haben mit professionellen Ansichten innerhalb der Mannschaft. Versuchen Sie besonders auch mit der Kampfmannschaft zusammenzuarbeiten? Na, unbedingt. Ohne dem wäre eine Weiterverbesserung kaum möglich. Und ich habe täglich mit dem Ernst Dokopil immer wieder Gespräche mit dem Funke Feurer. Und wir sprechen über viele Dinge des täglichen Spiels, des Trainings und versuchen es dann auch zu ergänzen. Ja, der Fritz Riedmüller ist ein Mann, der bei Rapid die U16 betreut hat. An und für sich ein ganz guter Trainer. Und das hat man gesehen mit den Erfolgen, die er bei der Rapid U16 gehabt hat. Und also ich denke, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, die Mannschaft zu formen, dann traue ich ihm mit der Mannschaft einiges zu. Seit wann ist er jetzt Trainer bei den Rapid Amateuren? Eben seit dieser Saison, seitdem eben die Vereine quasi zusammengeschlossen worden sind. Also wirklich alle Spieler sind super. Aufgenommen wird man als Junger exzellent, muss ich sagen. Es gibt keinen Spieler, der was arrogant ist oder für einen Jungen. Das verarscht man halt ein bisschen am Anfang, aber das hat sich keinen. Ich glaube, wenn man gehemmt ist, hat man sowieso keine Chance. Man muss voll out sein, dass man überhaupt einmal die Chance kriegt. Aber passt schon. Ich bin Trainer. Ja,
Also ist von meiner Warte aus, was man so, ich sehe es da öfters im Training und ich muss sagen, ist für mich sicher ein Klasse-Tormann. Momentan finde ich da in dem Bereich herum bei uns sicher der absolut beste und einzige Mann, der sich sicher aufdrängen würde irgendwann, zumindest auf der Bank bei der Rapid. Ich finde, das ist überhaupt eine Einstellung von mir, dass wir in Österreich sehr gute Torleute haben. Und das merkt man speziell bei der Jugendarbeit. Und wenn man da zuschaut, dann sieht man eigentlich, dass sehr gut gearbeitet wird und sehr hart gearbeitet wird an die jungen Torleute und das sehr gut sind. Ja, es ist natürlich ein Spitzengefühl, mit der Kampfmannschaft zu trainieren. Man kann immer neue Erfahrungen sammeln und es ist gut, dass man mit den Spielern der Ersten bekannt wird. Super aufgenommen. Es gibt also keinen Spieler, der irgendwie arrogant ist oder einen Spieler nicht kennt jetzt von uns. Das ist schon viel wert, wenn man mit der Ersten mittrainiert. Ja, das Training unterscheidet sich natürlich grundlegend, punkto Tempo, auch punkto Taktik. Man muss natürlich viel mehr laufen als bereits da, weil eben das Tempo höher ist und auch das taktische Verständnis größer ist. Umso öfter man eben mittrainiert bei der Ersten, umso ein besseres Zweikampfverhalten bekommt man mit der Zeit. Der junge Mann ist sehr schnell und ich bin sicher, dass er seinen Weg in der Wiener Liga machen kann, ohne weiteres. Was sind denn deine Ziele? Ja, meine Ziele sind sicher mal Profifußballer zu werden, womöglich bei Rapid, falls es klappen sollte. Ja, natürlich mein Bestes versuchen. Du hast jetzt, Entschuldigung, du hast bei Rapid jetzt schon zweimal gespielt. Wann war das und gegen wen? Ja, das war, ich glaube, Ende Mai gegen Sturm Graz und gegen Admira Wacker. Was hast du da für Eindrücke mit nach Hause genommen? Ja, ist natürlich gewaltig, wenn man in Graz natürlich reinkommt und 12.000 Zuschauer feuern die andere Mannschaft an und du wirst eingewechselt und rennst da herum und das ist natürlich eine Wahnsinnserfahrung. Habt ihr von den Rapid Amateuren Kontakt zur Kampfmannschaft? Ja, sicher. Also ich glaube schon, dass sicherlich alle Spieler der Kampfmannschaft, auch die Spieler der Amateurmannschaft kennen. Ja. Okay. Nehmen Sie Ihren Trainerjob genauso ernst, als würden Sie eine Kampfmannschaft trainieren? Um ganz ehrlich zu sein, wenn einer im Nachwuchs die Arbeit nicht mit noch mehr Engagement betreibt, als wie in einer Kampfmannschaft, egal in welcher Spielklasse, dann ist es besser, wenn er es sein lässt und die Hände weggibt vom Nachwuchsfußball. Man hört aus den ersten Divisionen immer wieder, es gibt persönliche Gespräche zwischen Trainer und Spieler, falls ein Spieler ein Problem hat. Halten Sie das auch so? Selbstverständlich. Und ich denke, in unseren Regionen, jetzt angesprochen die Amateurmannschaft, ist die Möglichkeit von vielen anderen Problemen mehr gegeben. Es kommt schulische Probleme, private Probleme, die ersten Freundinnen, Beruf, Familie und dann natürlich die sportlichen Probleme. Also ich denke, dass Profis oft nicht solche großen Probleme haben wie diese jungen Leute. Was verfolgen Sie für Ziele? Primär sind die Ziele folgendermaßen, dass wir Spieler aus diesen Reihen oder aus diesem Kader heranbilden für die Kampfmannschaft, eben für höhere Aufgaben, dass man nicht vielleicht Spieler immer holen muss von anderen Vereinen, sondern dass man aus dem eigenen schöpfen kann. Und wie sieht es da jetzt aus Ihrer Warte aus? Aus meiner Warte kann ich nur dazu sagen, Talente sind vorhanden. Es ist jetzt die Frage, was die Burschen selbst daraus machen, mit welchem Engagement sie ans Werk gehen. Weil die Möglichkeiten, die uns vom Club geboten werden, sind meiner Ansicht nach fast optimal. Aber zu einem guten Spieler oder zu einem Profi fehlt natürlich einiges, aber das liegt in den Händen der Spieler selbst. Roland, als Platzsprecher bist du ja immer bei den Heimmatches von Rapid Amateuren dabei. Kannst du uns ein bisschen was sagen? Gibt es da eine ähnliche Stimmung wie im Hanapi-Stadion? Leider noch nicht. Dazu haben wir noch zu wenig Zuschauer. Auf diesem Weg möchte ich gleich appellieren an alle Rapid-Fans. Kommt zu uns in die Kendlerstraßen 38 und schaut euch die Heimmatches an. Unterstützt unsere Mannschaft. Wir brauchen das unbedingt. Und ich muss sagen, bis auf dem Stammtisch grün-weiß, das hat mich sehr gefreut. Bei einem unserer letzten Matches war der Stammtisch grün-weiß mit einem Transparent schon da. Also, und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und wenn wir
Unterstützung von unseren Fans bekommen, dann können wir sicher auch demnächst so eine Stimmung, also annähernd so eine Stimmung machen wie im Hanapi-Stadion, natürlich halt auf die Wiener Liga bezogen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. In welcher Liga spielen denn die Rapid-Amateure im Moment? Wir spielen in der Fußball-Wiener Liga, was ungefähr der vierten, was heißt ungefähr, der vierten Leistungsstufe entspricht. Und weißt du, gibt es Ziele, weiter aufzusteigen? An und für sich dürfen wir nicht aufsteigen. Warum? Eben durch das, dass es ein Satellitenclub ist, auch zum Beispiel Brautheim Enfis darf nicht aufsteigen, solange es quasi der Co-Club von der Austria ist. Also wir dürfen gar nicht aussteigen. Wir wollen eigentlich nur uns in der Wiener Liga halten. Und ja, wenn wir in Brautheim vorhin ein bisschen ärgern, der alte Krieg, möchte ich schon fast sagen, der alte Fußballkrieg zwischen Rapid und Austria ist, macht auch vor der Wiener Liga jetzt natürlich nicht halt. Wenn wir so vorhin den Brautheim ein bisschen ärgern können, dann würde es uns sicher freuen. Roland, wenn man sich jetzt erkundigen will, wann denn ein Heimmatch der Rapid-Amateure stattfindet, wohin wendet man sich da am besten? Also ein ganz heißer Tipp ist natürlich an unser Sekretariat unter der Wiener Telefonnummer 910 010. Oder Sie entnehmen, oder in dem Fall ihr entnehmt es am besten, aus den Ankündigungen über die Fußball-Wiener Liga aus den aktuellen Tages- oder Wochenendmedien. Gratis ist natürlich auch hier das Zuschauen nicht. Hast du ungefähr eine Ahnung, was man zahlt für eine Eintrittskarte? Weniger als im Hanapi-Stadion. Also, obwohl wir im Stadion auch nicht wirklich teuer sind. Aber na, ganz normale Wiener Liga-Verhältnisse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich komme als Student meistens recht billig davon, wenn ich irgendwo auf ein Match gehe. Wunderbar. Ich hoffe, Sie nehmen das alle ernst und kommen zu den nächsten Matches von den Rapid-Amateuren. Roland, danke für das Interview. Tja, das war's schon wieder. Die Zeit verging wie im Fluge. Das nächste Mal unterhalten wir uns mit einem Spieler. Und wenn Sie jetzt schon neugierig sind, ein kleiner Tipp dazu. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei doch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt. Ta-ta-ta-tam. Wiederschauen. Wie klappt es jetzt mit den Neuen, mit Pjanicek, mit Stöger, mit der Viererkette? Haben sich die beiden schon eingewöhnt? Ja, also in unserer Spielweise geht es natürlich mehr um nicht nur das Viererkette, sondern unsere ganze Spielweise auch in Angriff. Und wir haben gute Spieler bekommen und haben jetzt eine gute Kader. Und das bedeutet eine größere Konkurrenz im Kader. Und ich glaube, wir können noch besser werden. Es ist schon was ganz was anderes, weil vom Training her ein bisschen anders gearbeitet wird, eben mehr auf ein System hinbedacht und die Spieler sind auch auf das abgezielt. Der LASK hat jedenfalls gehörig investiert, um in einen internationalen Bewerb zu kommen. Zwei schöne Verstärkungen mit Pjanicek und mit Stöger. Ist der Reichtum beim LASK ausgebrochen? Also Blödsinn, wir haben gute Verträge geschlossen. Wir haben gute Vereinbarungen mit Sponsoren und das ist es einfach. Ernst Dokobil ging mit seinem Team wieder in die Wüste von Dubai. Die Langzeitverletzten sind wieder an Bord. Der Kader ist dicht, schön für den Trainer, aber auch eine Gefahr für Missstimmungen. Ja, natürlich, aber ich habe mit den Spielern schon vor der Saison gesprochen. Sie wissen, dass aus unserem Kader 6 Spieler auf der Tribüne sitzen werden. Also das heißt, dass sie nicht mehr auf der Bank sitzen werden. Sie wissen das, sie sind darauf eingestellt. Und ich denke mir, dass es keine Missstimmungen geben wird. Wir sehen, dass die verletzten Leute zurückkommen. Also das Kampf ist cool für uns. Also wir haben das erwartet. Wir haben einen ganz guten Kader. Aber eben, jeder kämpft, jeder zeigt, was er kann. Und ich hoffe für mich, dass ich spielen werde. Also das hofft bestimmt jeder für sie. Nicht spielen wird Christian Prosenik, schwere Knieverletzung gegen Kosice, ein halbes Jahr Pause. Neben Hartz wurde der Australier Cardoso, der Dokobil überzeugte, fürs offensive Mittelfeld verpflichtet. Kann man Sturm noch einholen? Ja, man muss Spiel zu Spiel schauen, aber Sturm, glaube ich, ist zu weit weg. Das sind 13 Punkte. Da schauen wir überhaupt nicht hin. Wir müssen schauen, dass die hinten nicht nachkommen und dann passt es schon. Die Mannschaft stärker als im Herbst?
Ja, wir haben zwei Verstärkungen dazu bekommen, den Lipper und den Lutz. Es ist sicher wieder Konkurrenz mehr da und wir müssen uns sicher mehr wieder anstrengen. Wir haben, glaube ich, sehr gut trainiert in Dubai und ich hoffe, dass wir an die Leistungen im Herbst anschließen können. Wir sind jetzt an zweiter Stelle, wir haben jetzt das bewiesen. Nur müssen wir jetzt beweisen, dass wir zu Recht da oben stehen. Und ich weiß, dass das sehr schwer wird bis zum 16. Mai. Sturm Graz hat weiter aufgerüstet. Jan Martens, der 22-jährige Belgier, spielt im Mittelfeld und kommt von Roda Kerkrade. Markus Schopp ist zu seinem Lieblingstrainer zurückgekehrt. Und vom VfB Stuttgart kommt der 22-jährige Michael Bochtler, ein defensiver Spieler. Jeder sagt, Sturm 13 Punkte vor, aber das ist nicht. Es schaut gut aus, aber es ist nicht so einfach, wie es schaut, glaube ich. Und solche Bilder der Begeisterung wünscht sich der Präsident am Ende der Saison. Anstelle des Pokals soll aber nach mehreren Anläufen der Meisterteller den Steirern präsentiert werden.